bei Politik und wir, eurem RBB Community Talk. Heute ist unser Thema, soll TikTok verboten werden? Schön, dass ihr dabei seid. Ja, soll TikTok verboten werden? In den USA ist das ja so ein Thema, das wird da schon eine Weile diskutiert. Ex-Präsident Trump hat das ja aufgebracht, aber auch der aktuelle Präsident Joe Biden ist dafür. Da geht es ja gerade darum in den USA, dass das ByteDance, also der chinesische Konzern, dem TikTok gehört, TikTok verkaufen soll. Und auch hier in Deutschland gibt es eine News zum Thema TikTok in eine andere Richtung. Der Bundeskanzler ist auf TikTok. Seit gestern ist er am Start. Team Bundeskanzler ist am Start. Und wenn der Kanzler TikTok hat, dann, liebe Community, ist meine erste Frage an euch natürlich, habt ihr TikTok überhaupt? Schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr TikTok nutzt, und schreibt eine 2 in den Chat, wenn ihr TikTok also auf dem Handy habt, aber eigentlich nie nutzt oder vielleicht auch gar nicht erst auf dem Handy habt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich habe auch gesehen, es sind so ein paar Leute schon aktiv im Chat. Da kommen viele Zweien rein tatsächlich. Viele Leute, ich habe eine 1. Sam Just Living, du bist bisher der Einzige, der TikTok hat. Aber da kommen noch ein paar mehr Einsen rein. Aber es gibt tatsächlich viele Leute, die hier kein TikTok haben bisher im Chat. Ich habe auch schon was Spannendes aus dem Chat, was man hier vielleicht einmal zeigen kann. Matus Lupos sagt, TikTok verbieten, wozu? Dann kommt etwas Neues, und es ist ja nicht nur TikTok mit verwerflichen Inhalten, die es gibt im Netz, und das zum Beispiel ist ein Thema, über das wir jetzt hier schön reden können. Ich habe wieder zwei Gäste im Studio. Zum einen ist hier Armand Zorn von der SPD, Mitglied des Bundestags und Mitglied des Digitalausschusses. Wir haben uns vorher auf das Du geeinigt. Armand, heute schon TikTok aufgemacht? Ja, tatsächlich ja. Ja, was hast du gesehen? Die SPD-Bundestagsfraktion, ein paar Kolleginnen und Kollegen aus der SPD-Bundestagsfraktion haben heute spontan ein Video zum Ramadan gemacht und haben den Link geteilt, und da habe ich das kurz aufgerufen und gerade eben vor der Sendung geschaut. Ah, sehr gut. Und Johannes Steininger von der CDU ist auch da, ebenfalls Mitglied des Bundestags, stellvertretendes Mitglied im Digitalausschuss. Wir haben uns auch auf das Du geeinigt. Folgst du dem Kanzler schon auf TikTok? Ja, selbstverständlich. Direkt gestern, nachdem die Push-Nachricht kam, dass also der Kanzler jetzt dann auch auf TikTok ist, habe ich mir das natürlich angeschaut und folge jetzt auch. Wobei, und da werden wir ja gleich auch noch wahrscheinlich drauf zu sprechen kommen, das mit den Followern und dem Folgen ist ja gar nicht so relevant für TikTok, weil ja im Zweifel gute Inhalte ausgespielt werden, unabhängig davon, wie viele Follower jemand hat. Aber es interessiert mich natürlich, was der Bundeskanzler jetzt macht. Habe auch heute Morgen dazu kurz mit dem Deutschlandfunk gesprochen, jetzt heute hier. Also ganz hier so TikTok-Festspieltage gerade. TikTok-Festspieltage, genau. Sehr gut. Wir haben 2 Stunden Zeit. Ich wollte am Anfang mal eine kleine Zahlenschlacht mit euch machen, weil warum reden wir überhaupt über TikTok, weil es wichtig ist. Ich habe mal hier 21 Millionen Menschen, zu den Zahlen, 21 Millionen Menschen sind es in Deutschland, die TikTok nutzen. Weltweit sind es 1,6 Milliarden Menschen, das ist einfach eine ganze Menge. Und es ist so, dass TikTok vor allem bei jüngeren Menschen beliebt ist. Also unter den 14- bis 19-Jährigen nutzen 56% die App. Und das finde ich auch eine sehr spannende Zahl, im Durchschnitt 45,8 Minuten am Tag. Das ist richtig lange. Und das ist vor allem mehr als auf jeder anderen Social-Media-Plattform. 45 Minuten. Wir haben jetzt hier auf Twitch 2 Stunden Zeit, um uns zu unterhalten. Wir haben eine Menge zu bereden heute, zum Beispiel darüber, ob es wichtig ist, wie viele Follower man hat oder nicht. Aber vor allem will ich auch darüber reden, wer entscheidet eigentlich, was wir da auf TikTok sehen. Also dieser Algorithmus, wie funktioniert der und ist der kritisch zu betrachten oder nicht und warum? Das wird wichtig. Wir wollen in die USA schauen, da die USA, ich habe es schon gesagt, in TikTok ein Riesenproblem sieht und TikTok verbieten will, weil die Firma ByteDance, die TikTok gehört, die ist chinesisch, und es geht also auch um den Einfluss, den China mit der App in den USA haben konnte. Darüber rede ich gleich mit der US-Korrespondentin der ARD. Gudrun Engel ist hier. Später wird Nico Kappe da sein, Nico the C. Er ist TikToker auch, hat da eine Menge Follower, und er hat einen ziemlich drastischen Vorschlag, was TikTok angeht. Können wir auch zusammen mal dann draufschauen. Und wir wollen natürlich über die Frage reden, wie mit TikTok umgehen hier in Deutschland, in Europa. Wollen wir es verbieten? Wollen wir es regulieren? Wollen wir es als PolitikerInnen selber nutzen? Und wenn ja, wie?
Und bei alledem seid vor allem natürlich ihr in der Community gefragt. Also ich sehe schon, ihr schreibt in den Chat zum Beispiel, sagt Extraction 4S, Netto Noah ist auch dabei. Und also hier sind super viele Fragen schon. Gucke ich mir gleich genauer an. Ich wollte vor allem euch sagen, dass ihr ja nicht nur chatten könnt, ihr könnt euch auch dazuschalten. Ihr könnt wirklich hier euch reinschalten, mit uns reden, mit den Herren von der SPD und CDU reden, Fragen stellen, auf sie reagieren. Und wie das genau geht, das schauen wir uns jetzt mal an. Du möchtest was zum Thema sagen? Dann komm über Stream Together zu uns in die Session. So geht's. Du brauchst ein SMS-verifiziertes Twitch-Konto und einen Computer mit Chrome, einem Mikro und einer Webcam. Die Nutzung auf iOS- oder Android-Geräten ist mit der Twitch-App möglich. Die kannst du aus dem App Store laden. Bitte denk dran, im Querformat teilzunehmen. Klick auf den Button Anfrage. Wenn wir dich einladen, kriegst du eine Benachrichtigung in dein Postfach oder wenn du uns schon folgst, eine Nennung im Chat und die Schaltfläche Beitreten erscheint unterhalb des Streams. Nach dem Beitreten folgst du den Dialogfeldern und konfigurierst deine Mikrofon- und Kameraeinstellungen. Ist das erfolgt, können wir dich für Backstage zulassen. Dann spricht unser Community-Management kurz mit dir und schon bist du ready. Perfekt, es geht wirklich schneller, wenn man sich da selber durchklicken muss, ich verspreche es. Lass uns doch mal locker ins Thema reinkommen. Wenn ich TikTok aufmache, dann sehe ich erstmal eine Weile nichts, weil ich so eine App eingestellt habe, dass ich nicht auf TikTok gehen kann. Dann muss ich warten, dann muss ich mein Handy dreimal umdrehen, dann muss ich bestätigen, ob ich wirklich auf TikTok will. Meistens mache ich das, weil ich dann auf TikTok lande und dann sehe ich, ich sehe vor allem Häkel-Tutorials, ich sehe Musikproduktions-Tutorials, ich sehe, also ich würde es mal ausdrücken, Sportvideos. In Wahrheit sind es, glaube ich, einfach nur oberkörperfrei Videos von Leuten. Der Algorithmus ist ja ganz speziell. Was seht ihr denn, wenn ihr auf TikTok seid? Amor. Ich sehe sehr viel Politik. Klar, mein Algorithmus funktioniert sicherlich innerhalb der Bubble und da sehe ich sämtliche Videos von Kolleginnen und Kollegen, die mir angezeigt werden, aber auch teilweise Videos in einem politischen Bereich, die ich gar nicht sehen möchte. Auch das gehört dazu. Und dann sehe ich aber auch viel Sport, also Fußball, und viel Sport wird mir da durchaus gezeigt. Und genau, ja, das sind so die Sachen, die ich sehe. Johannes? Bei mir ist Rezepte und Kochen. Also da bin ich brutal in der Kochbubble drin. Dann natürlich Politik, klar, sehr, sehr viel. Und ich bekomme tatsächlich auch sehr viel Content von Creatoren angezeigt. Also quasi die Frage, wie kriegt man so ein tolles Studio irgendwie hin und welche Linse muss ich wie irgendwie einstellen, um das besonders blurry irgendwie zu kriegen. Ja, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich ja dann im Zweifel auch selbst mal was produziere und dann da offensichtlich drauf hängen bleibe, wenn ich mich immer wundere, warum sieht das da so schön und professionell aus und wie kriege ich das nur halbwegs hin. Erfolgreichster TikTok-Account der CDU, habe ich gelesen. Ja, das ist aber auch nicht so schwer, aber ich bin ganz zufrieden. Wir haben so 36.000 Follower. Das ist ganz gut. Genauer noch ausbaufähig. Überreden über was ihr auf TikTok macht, was du auf TikTok machst. Ich glaube, bei dir ist es ein Video, das da ist. Ja. Ich wollte einmal in den Chat gucken, was ihr schon so schreibt. Zum Beispiel Softgirl ist da. Softgirl ist eigentlich immer da, oder Softgirl? Softgirl schreibt Verbot, weil TikTok ist unkontrollierbar. Ich weiß, Dinge im Netz kontrollieren wollen, ist ein Mythos, aber wenigstens so regulieren, dass die App nicht mehr Schaden anrichtet. Moment. Ich glaube, Softgirl ist nicht für ein Verbot, weil sie es für unkontrollierbar hält. Johannes Steiniger. Ja, natürlich, also wir sind ja Politiker. Und als Politiker sind wir erstmal der Auffassung, wenn wir wollen, dass etwas Bestimmtes reguliert wird, weil die Gesellschaft sagt, ihr bekommt von uns da den Auftrag, das zu tun, dann kriegt man das natürlich schon hin. Mhm. Im Internet, in den sozialen Netzwerken ist es natürlich schwieriger. Ich finde aber den Punkt, der gerade eben da angesprochen worden ist, ziemlich gut, dass man TikTok ein bisschen stärker unter Druck setzt, seine Algorithmen besser aufzulegen, vielleicht auch an den Algorithmen mal rumzuschrauben, dass man also nicht sofort in irgendein krasses Rabbit Hole reinkommt, aus dem man nicht mehr rauskommt. Und ein riesengroßes Thema, das hat sich aus meiner Sicht in den letzten paar Wochen auch aufgrund der politischen Diskussion verbessert, war aber im letzten Jahr eine Katastrophe, war der gesamte Bereich Meldewesen. Also ich hatte im Oktober oder November, da gab es so einen Trend, so einen AfD-Nazi-Trend, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, auf
Gigi D'Agostino. Und das wurde dann in verschiedensten Videos verwendet. Ich habe das mehrfach dann gemeldet. Passiert ist nichts. Da habe ich mich schon gewundert. Also wenn die selbst nicht dann reagieren auf Politiker-Accounts, wie ist das dann bei anderen? Das ist jetzt, glaube ich, etwas besser geworden, auch aufgrund der Diskussion, die da in den letzten 8 Wochen gelaufen ist. Aber schon auch zu sagen, TikTok, ihr habt eine große Verantwortung und wenn ihr der nicht nachkommt, dann muss die Politik auch im Zweifel was regeln, ist, glaube ich, ein guter Punkt. Mhm. Würdest du dem zustimmen? Ja, teilweise, wobei ich der Meinung bin, dass wenn es um TikTok geht, dann haben wir gar kein Regulierungsproblem. Die Regulierungen sind bereits auf den Weg gebracht worden, mit der Datenschutzgrundverordnung angefangen und jetzt zuletzt auch mit dem DSA, mit dem Digital Services Act, haben wir die perfekte regulatorische Grundlage, um dafür zu sorgen, dass es auf dieser Plattform gerecht zugeht, dass es fair zugeht und dass es keine Diskriminierung gibt, dass es keine Desinformation gibt und dass es auch keine Manipulation gibt. Wir aber allerdings einen ordentlichen Nachholbedarf haben, ist die Frage der Umsetzung. Und das ist etwas, was der Staat sowohl auf nationaler Ebene als auch auf europäischer Ebene besser hinkriegen muss. Und das ist zunächst erstmal nicht etwas, wo TikTok gar nicht versucht, seine Pflicht nachzukommen. Weil wie du zu Recht erwähnt hast, hat sich das massiv verbessert. Wenn man schaut, wie viele illegale Inhalte von der Plattform in den letzten 12 Monaten gelöscht wurden, dann reden wir von 50% der Inhalte, die von der Plattform von TikTok selbst runtergenommen wurden. Wenn ich das vergleiche mit X beispielsweise, wenn ich das vergleiche mit Instagram, dann sind wir weit weg davon entfernt. Deswegen bin ich der Meinung, es muss darum gehen, die Umsetzung besser hinzukriegen. Mhm. Über den DSA, Digital Services Act, werden wir auch noch reden. Ich wollte noch einmal ein bisschen weiter im Chat schauen, was hier so steht. Sebis Welt sagt, ich hatte TikTok für eine Woche, mich dann wieder abgemeldet und die App gelöscht. Was man dort zu sehen bekommt, geht gar nicht. Ich bin für eine Regulierung. Sebi, da will ich natürlich jetzt sofort genauer wissen, was siehst du denn da? Aber ist auf jeden Fall eine klare Haltung. Dann schauen wir mal, was steht denn hier noch? Terra Nihil sagt, Datenschutz und Digitalkompetenz müssen ausgebaut werden, da so wenig Geld zur Verfügung gestellt, dass so wenig Geld zur Verfügung gestellt wird, ist mehr als schade. Und vielleicht noch Serchan 49, meine Daten gehören mir und ich würde gerne selber entscheiden, an wen meine Daten gehen, ob diese dann nach China gehen, entscheide ich am liebsten selber. Wo die Daten hingehen und wie sehr du das entscheiden kannst, wenn du Datenschutz, wenn du angeklickt hast, dass du dem zustimmst, darüber kann man, glaube ich, reden, Serchan, oder diskutieren. Ich wollte euch jetzt nochmal speziell aufrufen, denn wir reden gleich jetzt als nächstes darüber, wie die Debatte so in den USA ist und wenn ihr darüber speziell mitreden wollt, darüber euch direkt über dieses Thema, eure Haltung dazu, ob es verboten werden sollte in den USA, wie euer Blick darauf ist, da mitreden wollt, euch zuschalten wollt, dann wäre jetzt der Augenblick, wo ihr Stream Together euch mal da durchklicken solltet. Genau, ist nämlich ja die Frage, soll TikTok verboten werden, die in den USA wirklich hoch diskutiert wird. Es geht da vor allem um Datenschutzbedenken. Also es geht um die Frage, wie weit hat die chinesische Regierung Zugriff auf die Daten der US-amerikanischen Nutzern. Und es geht aber auch um Bedenken hinsichtlich politischer Beeinflussung und um Meinungsbildung. Deswegen gibt es da in den USA jetzt das Gesetz mit dem wunderschönen Namen, ich habe es mir rausgeschrieben, Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. Das soll große ausländische Plattformen, soll verhindern, dass große ausländische Plattformen von ausländischen Betreibern entstehen. So. Und dafür, um uns das genau alles zu erklären, ist jetzt Gudrun Engel live aus Washington bei uns im Stream, wenn das so klappt. Ich sag mal hallo. Hallo. Doch, jetzt hören wir dich. Super, sehr schön. Also, falls ihr Fragen an Gudrun habt, immer her damit. Gudrun, aktuell ist es so, durch das Gesetz, das ist von Mitte März, ist gesagt, dass der Eigentümer ByteDance TikTok verkaufen soll innerhalb von 180 Tagen. Ansonsten wird die App aus den App Stores verbannt. Man soll es nirgendwo mehr runterladen können. Richtig? Ja, ich muss ein bisschen bremsen. Mhm. Ne? Also auch wir haben ja hier Gewaltenteilung in den USA. Also das
Gesetz ist vom Kongress verabschiedet worden, und zwar vom Repräsentantenhaus. Das heißt, der Senat muss noch zustimmen und dann muss der Präsident noch unterschreiben. Das heißt, wir haben jetzt quasi immer so einen Drei-Stufen-Prozess, bevor ein Gesetz hier in Kraft treten kann. Und in dem Fall ist es jetzt so, dass eine große Mehrheit, eine überwältigend große Mehrheit von 352 Abgeordneten, insgesamt sind es 435, im Repräsentantenhaus gesagt haben, ja, wir wollen, dass TikTok verboten wird, und die haben quasi das eingebracht, vorgeschlagen, dass es so passieren soll, und jetzt muss aber erst der Senat noch zustimmen und dann muss der Präsident noch unterschreiben, und da wissen wir ehrlich gesagt überhaupt noch nicht, ob das passiert, wann das passiert, es gibt da keine Frist, aber wenn das tatsächlich irgendwann in trockenen Tüchern sein sollte, dann stimmt's, dann läuft diese 180-Tage-Frist, damit ByteDance dann die Mehrheitsanteile verkauft. Und meinst du, dann wird es schlussendlich zum Verbot kommen? Ach, ehrlich gesagt glaube ich im Moment noch gar nicht, dass wir überhaupt so weit kommen. Also wie gesagt, ne, das Repräsentantenhaus hat zwar mit überwältigender, mehr als zwei Drittel Mehrheit gesagt, ja, wir sind dafür, dass TikTok verboten wird, aber jetzt muss es ja noch durch den Senat. Und ehrlicherweise, da haben ziemlich viele Leute echt lange Zähne und überhaupt keinen Bock auf dieses Thema, weil sie sagen, boah, wenn wir das durchkriegen, werden wir sowieso sofort verklagt und so. Man muss dazu sagen, es gibt schon so eine Art Blaupause. Der Bundesstaat Montana hat das Ganze nämlich schon mal versucht, also nicht für die ganzen USA TikTok zu verbieten, sondern dass TikTok eben in Montana verboten wird, und als die mit dem Gesetz rausgekommen sind, ging das sofort vor Gericht, haben sofort Leute geklagt, haben sich sofort Leute beschwert, und dann wurde es wieder einkassiert. Das heißt, es gibt ganz viele Leute auch im Senat, die sagen, ist das überhaupt ganz rechtssicher, ist ja so ein Fachbegriff dafür, dass das wirklich durchgeht. Deswegen glaube ich im Moment noch gar nicht mal, dass wir so weit kommen mit dem Verbot. Okay, Johannes Steiniger, ich sehe ihn so. Naja, also in den USA ist Wahlkampf, ne? Also, und wenn ich das richtig im Hinterkopf hat, hat der Präsident gesagt, naja, also wenn es durch den Senat durchgeht, dann unterschreibt er es auch. Klar, also insofern, das ist seine Aufgabe, ja. Aber ich bin erstmal skeptisch, dass der Senat überhaupt so weit kommt. Ja, fair. Ja, ich bin gespannt, weil ich schon glaube, dass natürlich die Präsidentschaftswahlen da eine große Rolle spielen, und Trump ja auch jemand ist, der sich sozusagen mit dieser Absetzung auch gegen China sehr, sehr, sehr stark profiliert und im Zweifel da draußen Wahlkampfthema macht. Insofern, ja. Aber das ist übrigens spannend, wenn ich das dazu sagen darf, Weil Trump war ja der Erste, der gesagt hat, wir müssen TikTok verbieten, aus genau dem Grund, so Abgrenzung zu China, wie kann das sein, die Chinesen haben unsere Daten und so. Also Trump hat ja schon 2020 gesagt, wir müssen TikTok verbieten, und hat das Ganze angeschoben. Aber jetzt zum Thema Wahlkampf sagt er ganz klar, ich bin gar nicht mehr so sicher, ob wir TikTok verbieten sollten, weil er sich damit zu Joe Biden abgrenzt. Weil Joe Biden sagt, ja klar, wenn der Senat zustimmt, ich unterschreibe das, ich bin dafür. Aber jetzt sagt Donald Trump, ja Moment, der Biden, der nimmt euch TikTok weg. Das dürft ihr euch nicht gefallen lassen. Also man sieht, dass Wahlkampf ist, aber daran, dass Donald Trump quasi gerade eine 180-Grad-Drehung gemacht hat. Gudrun, wir haben eine Frage aus dem Chat für dich von Justin Bieber Fan XX69. Wie passt das Einstehen der US-Amerikaner für einen freien Markt mit den auf der anderen Seite protektionistischen Maßnahmen gegenüber den internationalen Märkten zusammen? Geht es wirklich um einen freien Markt oder nutzt man dieses Wort nur opportunistisch? Also insgesamt glaube ich, dass egal, wo wir über ein TikTok-Verbot diskutieren, dass das eine sehr verlogene Geschichte ist. So, und das ist ja völlig egal, ob wir das in Deutschland tun oder hier in den USA, weil nicht nur der Kanzler hat ja einen TikTok-Account, auch der US-Präsident hat ja einen TikTok-Account, ja. Also das heißt, wir reden einerseits darüber, etwas zu verbieten, was andererseits ja alle nutzen. Das ist ja ein bisschen schwachsinnig so, ja. Aber tatsächlich ist es so, dass die Diskussionen, die hier geführt werden, da geht es nicht so sehr um die wirtschaftliche Frage und nicht so sehr darum, ob man jetzt China zwingt oder beziehungsweise den chinesischen Hauptbesitzer zwingt, das Ganze zu verkaufen aus wirtschaftlichen Gründen, sondern was hier tatsächlich angeführt wird oder immer angeführt wurde, auch als Begründung für den Gesetzesvorschlag jetzt, ist eben eher die Sache mit dem Datenschutz, die Daten, die gegebenenfalls abfließen. Das Problem ist so ein bisschen, man hat sich in allen Anhörungen zu dem Gesetz immer auf Geheimdienstinformationen berufen. Die sind halt
geheim. Deswegen weiß keiner so genau, was dahinter steckt, was man wirklich weiß, wer welche Daten vielleicht abzapft, wer sie vielleicht hat, wer sie vielleicht wie nutzt. Deswegen ist der wirtschaftliche Aspekt in der Diskussion hier gerade gar nicht so groß, sondern es geht hier eher auch in Sachen Wahlkampf eben um Meinungsfreiheit, um Beeinflussung, um Fehlinformation, um Fake News. Das ist im Moment hier eher so das Debattenthema. Desinformation, Fake News, das sind ja auch Themen, die hier wichtig sind. Amon Zorn, würdest du hier für ein TikTok-Verbot als Bundestagsabgeordneter stimmen? Nein. Ich teile auch die Analyse von Gudrun. Ich glaube, es ist eine politische Debatte. Sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten gibt es den Wille, gegen TikTok vorzugehen. Nicht nur, weil die Plattform so ist, wie sie ist, aber auch, weil dahinter der große Rivale China steht. Und wir haben in den letzten Jahren erlebt, wie alles, was in irgendeinem Zusammenhang mit China steht, zu Fragen der nationalen Sicherheit in den USA geworden ist. Und in so einem Kontext müssen wir auch die Debatte rund um ein Verbot von TikTok sehen. Aber die Zweifel im Hinblick auf die Rechtssicherheit, die sind durchaus vorhanden. Also inwiefern das am Ende Bestand haben wird. So wie ich das lese, handelt es sich um ein Lex TikTok, was extra so geschrieben wurde für diesen Einzelfall. Und inwiefern es am Ende dann Bestand hat vor der Supreme Court, da bin ich mal sehr gespannt, ob das überhaupt die Hürde des Senates überspringen kann. Auch da bin ich schon gespannt. Und auf deine Frage zurückzukommen, in Deutschland halte ich das auch für keinen gangbaren Weg. Das löst das Problem nicht. Es wäre so, als ob man an der Oberfläche versucht, die auftretenden Symptome jetzt schnell zu bekämpfen, aber die wirklichen Ursachen und die wirklichen Risiken, die uns treffen und die sich in diese Plattform ausdrücken, die wären ja nicht weg, nur weil wir TikTok verboten haben. Deswegen eindeutig nein. Sprechen wir auch gleich noch, und ich weiß auch, dass in allerletzter Instanz Johannes Steiniger das anders sehen würde. Ich hätte noch eine letzte Frage vielleicht an Gudrun. Wie geht's denn den jungen Menschen, den UserInnen, die TikTok vielleicht lieben in den USA. Wie gucken die denn auf ein mögliches Verbot? Also wir erleben gerade, also wir haben 150 Millionen TikTok-User in den Vereinigten Staaten und davon sind die meisten eben auch unter 20 so. 50 Millionen sagen, sie usen, Entschuldigung, ich bin hier mit Englisch-Deutsch völlig durcheinander. 50 Millionen sagen, sie nutzen TikTok jeden Tag und 40% sagen, sie nutzen TikTok auch als Nachrichtenquelle, um da ihre Infos herzukriegen. So. Und als es jetzt eben dieses, was ja sehr überraschend kam, diesen Gesetzvorschlag gab aus dem Repräsentantenhaus, gab es auch einige, die hier zum Demonstrieren nach Washington gekommen sind. Viele waren es nicht, aber einige, die eben gesagt haben, naja, wir haben auch unser Business da, wir sind auch diejenigen, die darüber unser Geld verdienen, unsere Existenz hängt da dran, es muss irgendwie weitergehen. Was aber ganz spannend ist, ist tatsächlich, dass TikTok jetzt es geschafft hat, irgendwie über den Algorithmus, den ganzen Usern solche Push-Meldungen aufzuspielen. Also immer, wenn die TikTok öffnen, kriegen die so eine Push-Meldung, da steht drin so, hier, rette TikTok, gib deine Postleitzahl ein und dann kriegst du automatisch den Kontakt von deinem Abgeordneten und dann kannst du dem direkt schreiben und dich beschweren. Ja? Und das ist natürlich genau das Argument, das die Abgeordneten haben, um zu sagen, ey, passt mal auf, TikTok greift ganz schön viele Daten ab, die wissen halt schon extrem viel über euch. Und wenn die euch so manipulieren können, dass sie euch gezielt Push-Nachrichten schicken können mit dem Hinweis, beschwer dich bei diesem und diesem Abgeordneten, weil der ist dafür zuständig, dass dein TikTok abgestellt wird. Also so diese Art von Meinungsmacher. Das ist ganz spannend hier gerade zu beobachten, weil ganz viele auch wiederum auf TikTok dann sagen, ey, mir ist es auch passiert, habt ihr die Meldung auch bekommen? Soll ich da mitmachen? Soll ich mich da beschweren? Also man merkt, dass es da in der Community ziemlich rund geht gerade deshalb. Mhm. Gudrun, ich glaube, ich habe zwar gerade gesagt, letzte Frage, aber jetzt ist schon noch eine Frage im Chat, die würde ich dir gerne dann ich habe Zeit. stellen. geht es denn in dem Gesetz in den USA nicht nur konkret um TikTok, sondern allgemein um die Möglichkeit, Netzwerke zu beschränken, also auch TikTok? Und wenn dem so ist, finde ich das schon sehr fragwürdig, weil dann staatliche Gewalt direkten Einfluss auf öffentliche Kommunikation ausübt. Das ist tatsächlich halt eines der Hauptargumente, die hier gebracht werden. Ne? Also wir haben natürlich die Meinungsrede und Publikationsfreiheit im First Amendment, also direkt im ersten Verfassungszusatz. Das ist hier ganz hoch geschützt. Und tatsächlich ist es so, dass es in diesem Gesetz eben um TikTok speziell geht. Da kann man natürlich sagen, ja, auch die ganzen anderen amerikanischen Konzerne greifen natürlich Daten ab. Was ist das hier für ein Argument?
Das ist tatsächlich in der Tat schwierig und deswegen habe ich eben auch solche großen Zweifel, dass das ganze Gesetz irgendwann wirklich in Kraft treten wird, weil da gibt es so viele Schwierigkeiten. Also man kann so ein Gesetz natürlich machen, aber es widerspricht so vielen anderen Gesetzen und Regeln, die man schon hat. Insofern ist das wirklich schwierig, das so durchzukriegen, weil es halt sich im Moment so in der Form nur auf TikTok bezieht. Dann danke ich dir, Gudrun, für deine Zeit. Wie spät ist es gerade in Washington bei dir? Bei uns ist es jetzt kurz vor, ja, so halb drei, drei, also 15 Uhr etwa. Dann hoffe ich, dass du eine Kaffeepause noch machen kannst demnächst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Okay, dann habe ich hier im Chat gesehen eine Frage an Armand Zorn. Natürlich ist es eine politische Debatte, aber TikTok schadet alleine von den Inhalten her Kindern und Jugendlichen. Was wollen Sie da machen? Wie soll das reguliert werden? Klar, und um das vorneweg klarzustellen, ich sehe drei ganz große Herausforderungen auf TikTok. Einmal das Thema Desinformation, was ich vorhin schon angesprochen habe. Zweimal das Thema Jugendschutz und bestimmte Rollenbilder und gewisse Gesundheitsbilder, die dort auch beigebracht werden. Und drittens die mögliche Gefahr einer Manipulation bzw. sogar chinesischer Einfluss. Und das kann man nicht kleinreden. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass man das nicht über ein Verbot lösen kann, weil diese Herausforderungen sehen wir auf andere Plattformen. Die gibt es ja auch auf andere Plattformen. Und das kann ja nicht unser Ansatz sein, dass wir sagen, wir gehen von Plattform zu Plattform und versuchen, jede Plattform zu löschen, bis wir das Problem gelöst haben. Mhm. Das klingt für mich so ein bisschen wie, wir nehmen kurz mal den Stecker raus und machen kurz mal das Internet aus und halten die Zeit an und hoffen, dass es alles besser wird. Deswegen mein Ansatz ist zu sagen, wir haben die richtige Regulierung, die passt, da muss nichts mehr gemacht werden. Es geht um die Durchsetzung und die Umsetzung. Mhm. Da müssen wir besser werden, da brauchen wir mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir merken auch, dass bei den Sanktionen und Bußgelder, die die Europäische Union in den letzten Wochen und Monaten verhängt hat, dass sie das schon ziemlich ernst macht. Also 1,8 Millionen für Apple, weil sie im DMA, im Digital Markets Act, nicht für einen fairen Wettbewerb sorgen, ist schon eine Ansage. TikTok genauso. 340 Millionen im September 2023 für TikTok als eine Sanktion, weil das Thema Jugendschutz und Datenschutz nicht entsprechend angegangen wird, ist schon eine ordentliche Ansage. Und das ist der Ansatz, den wir brauchen, verstärkte Anforderungen zu haben, verstärkte Kontrolle zu machen und dann auch sofort durchzugreifen, wenn etwas nicht gelöst ist. Und der letzte Punkt, wie schaffen wir das, resilient zu werden? Weil das sind ja Herausforderungen, die treten dann überall auf. Wie schaffen wir das, als Gesellschaft resilient zu werden und dafür zu sorgen, dass wir nicht nur eine systemische Resilienz haben, aber auch, dass jeder Einzelne resilient ist, wenn es um sowas geht. Ich glaube, die Frage von digitaler Kompetenz ist etwas, worüber wir viel zu wenig reden. Wie können wir junge, aber auch ältere Menschen befähigen, bei Desinformation, bei Manipulation, bei Diskriminierung sofort zu erkennen und das auch und sich auch entsprechend zu verhalten? Ich glaube, das ist eine grundlegende Frage, die uns dabei helfen wird, bei jeglicher Form von Herausforderungen, die in Zukunft kommen, entsprechend zu reagieren. Und das bringt uns viel weiter als ein Verbot. Ich habe gehört, dass wir einen Zuschaltgast haben. Netto Noah ist bei uns. Netto Noah, siehst du mich? Ich sehe dich noch nicht. Hello, Tachchen. Hi. Hallo? Ah, hallo. Ja, jetzt, ich seh's. Wir hören Servus. Dich. Wie geht's? Wer bist du? Was ist deine Meinung? Genau, also ich bin Netto Noah. Genau, ich denke, ich bin jetzt so ein bisschen repräsentativ für die Gen Z, also für die jüngere Generation. Genau, ich bin auch selber Streamer, TikToker, also auch auf Social Media aktiv, wie gesagt. Wie viele Follower hast du auf TikTok, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen? Auf TikTok habe ich aktuell 16.000 Follower. Und was machst du für Content? Sowas um den Dreh. Von meinem Stream so Clips, so kleine Clips, Ausschnitte, lustige Videos, sowas, genau. Wir werden danach mal schauen, wie das so ist bei dir. Und bist du für ein TikTok verboten, genau. Noah? Also ich würde mich ganz klar so, es liegt glaube ich relativ nah, ich würde mich ganz klar gegen ein TikTok-Verbot so aussprechen. Also es hat auch folgende Gründe. Ich verstehe natürlich die Argumentation dahinter, dass man sagt, dass da zum Beispiel China ist ja ein chinesischer Konzern, dass man da, also dass sie viel Einfluss dann haben und dass sie auch Daten abgreifen, aber das passiert ja auf anderer Seite auch, wenn man das so sagen kann. Das ist ja dann, ich glaube, heutzutage wird von jeder App, egal wo, werden überall Daten gesammelt und so und abgegriffen. Ich weiß, das ist für mich dann nicht so ein schlagartiges Argument so. Mhm.
Noah, du kannst, bleib weiter bei uns. Ich weiß, dass jetzt noch Lip Eagle da ist. Armin Eagle ist nämlich jetzt noch hier auch im Stream. Hello Armin, du kannst gerne kommen. Auch noch dazu, Tachchen. Hi, Hallöchen, hi. Könnt ihr mich hören? Wir ja, können dich ja. Wunderbar hören. Fantastisch. Armin, stell hi. Dich doch mal vor. Ich heiße Armin Eagle, bin 35 Jahre alt und nutze TikTok seit 4 Jahren. Du hast auch eine Menge Follower auf TikTok, ne? Ja, was heißt eine Menge? 1,3 Millionen, jetzt ja. Bald 1,4, wenn es weitergeht, ja. Ist schon ein bisschen. Und was ist für schon dich Motion, so ja. Geil an der App? Die freie Entfaltung meiner Person. Ich kann sagen und machen, was ich möchte. Ich kann meiner Kreativität freien Lauf lassen. Ich kann eine Menge an Publikum erreichen mit dem Content, den ich mache. Ob das am Ende des Tages dann gut ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber ich erreiche eine Riesenmenge, die ich zu Hause in meinem Zimmerchen alleine ohne TikTok gar nicht hätte erreichen können. Und das ist anders als bei anderen Apps, Plattformen? Ja, definitiv. Also TikTok ist für mich das goldene Sprungbrett. Das goldene Sprungbrett gewesen und bis dato die einzige Plattform, wo du halt wirklich viele Menschen durch diese Viralität erreichen kannst und diese Masse von Menschen auch auf andere Plattformen mitnehmen kannst. Wenn du es schaffst, auf TikTok eine feste Community aufzubauen, Videos, die geliked werden, weil du gut ankommst, dann klappt das relativ gut, dass du diese Leute auch persönlich mitnehmen kannst, wenn sie Gefallen an deiner Person finden. Weil Content heißt nicht immer gleich, die Person dahinter ist auch interessant. Jetzt sitzt hier jemand im Studio, Johannes Steiniger von der CDU, der gerade auch leise genau gesagt hat und zugestimmt hat und gleichzeitig in letzter Konsequenz aber ein TikTok-Verbot fordern würde. Wie können Sie das Noah und Armin erklären? Also erstmal ist, glaube ich, die Beschreibung von TikTok absolut richtig. Das zeigt ja auch den Reiz. Ich meine, Durchschnittswert von 45 Minuten der User, das ist ja enorm hoch. Und persönlich bin ich da ja auch unterwegs. Ne? Und es macht unglaublich viel Spaß und man wird ja fast süchtig davon. Und was besonders cool ist, ist, dass, ich sag mal, selbst wenn du einen kleinen Kanal hast, jetzt noch nicht mit vielen Followern, dann war es zumindest noch bis vor ein paar Monaten so, wenn du halt da gut abgeliefert hast, dann hast du trotzdem die Chance gehabt, viele Leute zu erreichen. Und das gibt es auf keiner anderen Plattform. Das gibt es nicht bei Instagram, bei Facebook sowieso nicht, X auch nicht, weil eben der Algorithmus so gut ist. Und das ist natürlich gleichzeitig die Schattenseite, weil ich als, also jetzt nicht als Creator, wie ihr beides seid, sondern als User, ich kriege immer Sachen eingespielt, die ich gut finde. Und wenn wir jetzt über Politik sprechen, über Meinungsbildung, dann ist es natürlich so, dass es auch passieren kann, dass ich auf einmal reingezogen werde in so eine Art, ich nenne es immer Rabbit Hole, mir immer wieder ein härteres Video angezeigt wird und sozusagen die politische Gegenposition da überhaupt nicht mehr vorkommt. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist am Schluss auch, kann demokratiegefährdend sein. Und deswegen hat TikTok eine große Verantwortung, zumindest bei politischen Content, sagen wir mal, auch Gegenpositionen einspielen zu lassen. Also wenn TikTok technisch so gut ist, dass sie einem nur CDU-Sachen einspielen können, dann sind sie auch technisch so gut, dass dann vielleicht jedes dritte Video von den Grünen sein kann oder der FDP oder der SPD oder wie auch immer. Und das ist einfach mein Punkt, dass ich gerne hätte, dass TikTok hier sensibler, insbesondere für die großen Gefahren ist und dass man eben auch im Zweifel mal so ein paar Instrumente auf den Tisch legen muss, mit denen man dann auch seiner Position dann Nachdruck verleiht. Mhm. Softgirl hat eine Frage, vielen Dank an Noah, an dich. Was sagst du zum Vergleichszwang, Vergleichsdenken und negative Selbstwahrnehmung? TikTok ist eine Plattform, auf der unrealistische Schönheitsideale und Lebensstile präsentiert werden. Das kann zu Vergleichsdenken führen und man fühlt sich minderwertiger. Kennst du das? Was sagst du dazu? Dürfte ich da was sagen dazu? Genau, also Softgirl genau, hat ja. An dich gestellt. Achso, ja klar. Das ist ja natürlich, man kann natürlich da das Standardargument bringen, dass es auf jeder Social Media App so ist, aber ich verstehe schon, dass es auf TikTok da halt wirklich so auch ungewollt dann auch manchmal einem angezeigt wird. Das verstehe ich natürlich auf jeden Fall, aber ich finde, das ist ja schwer zu reglementieren, zu sagen, Leute dürfen sich jetzt nicht mehr so oder so bearbeiten oder so. Ich glaube, mittlerweile ist auch vor allem, ist es jetzt so in der jüngeren Community auch angekommen, dass Leute so merken, dass so diese TikTok-Wrist-Party-Sachen und sowas, dass das so alles nicht real ist wirklich. Also dass das alles nicht
so ist wie in Social Media. Ich glaube, da wird auch relativ gut in den Schulen schon aufgeklärt dagegen. Und ich finde, dass es mittlerweile auf jeden Fall, hat man da gut den Schritt gemacht. Auch bei uns zum Beispiel, wir hatten auch Medienkompetenzberatung in der Schule, dass da gesagt wurde, ganz klar, ihr müsst euch da nicht vergleichen mit irgendjemandem. Ihr seid so schön, so wie ihr seid. Und dass auf Social Media das halt alles so, genau, dass da alles nicht echt ist, so wirklich. Mhm. Genau. Armin, ich frage mich, du hast ja jetzt zugehört, was Johannes Steininger gesagt hat, dass es wichtig wäre, Gegenpositionen auch einzuspielen, und wenn TikTok da nicht reagiert, in letzter Konsequenz, so spitze ich es mal zu, muss es verboten werden. Wie würdest du darauf schauen? Ich bin auch der Meinung, dass TikTok, auch wenn ich natürlich als Creator da unterwegs bin, in Sachen, der Algorithmus ist für mich erstmal Müll. wenn ich das mal so direkt raus sage, also der ist, ich finde, der bietet keinen Mehrwert. Genauso macht TikTok einfach zu wenig in Sachen Sicherheit. Und das fällt mir persönlich natürlich auch viel auf, auch wenn ich Creator bin und Videos mache, fällt es mir extrem auf, weil viele Videos gesperrt werden. Die werden einfach gesperrt aufgrund von irgendwelchen sinnlos unbegründeten Gründen, die mit dem Videoinhalt vielleicht gar nichts zu tun hatten. Es werden auch Kommentare oder Antworten gesperrt, die ich meinen Followern gebe, wenn sie mir Fragen stellen. Also es werden Videos gelöscht, es werden Kommentare gelöscht, die halt gar nicht gesellschaftskritisch sind, die kein Stück sexuell anstößig sind und gewaltbereit sind. Und dann hat man natürlich wieder diesen Riesendschungel von anderen Videos, bei dem man sich fragt, hallo, wie konnte das überhaupt durch die erste Instanz durchkommen und überhaupt live gestellt werden? Also wie kann das sein, dass dort ein Mensch halb wackelnd, nackt wackelnd vor der Kamera sich bewegt und dass das online gestellt wird? Weil das bietet keinen Mehrwert. Das möchte auch nicht jeder sehen, und das geht so durch. Da gibt es keine Einschränkung. Das und heißt, das wenn sind TikTok so Sachen, das nicht ändert, du würdest das verstehen, dass es verboten werden würde? Bitte? Das heißt, wenn TikTok diese Sachen nicht ändert, du könntest Johannes Steininger verstehen. Du bist jetzt weg. Hallo? Könnt ihr mich noch hören? ByteDance hat ihn jetzt gerade. Ja, da habe ich jetzt zu schlecht gesprochen. Ich musste gleich die Kamera nochmal neu connecten. Ich mache das jetzt einfach hier kurz ohne. Nein, natürlich würde ich es nicht bezuspruchen, weil das ist ja einfach nur ein Problem, was man halt lösen müsste, weil TikTok ist eine super Plattform. TikTok ist toll, um sich auszutauschen. TikTok ist toll für diesen ganzen kreativen Bereich. TikTok hat vielen Leuten durch eine sehr, sehr, sehr schwere Zeit geholfen, aus der wir jetzt so langsam erst rauskommen, wo alle zu Hause gelungert haben und auf ihrem Handy permanent gucken konnten, was ist in dieser Welt eigentlich los und was kann mich auch noch zum Lachen bringen. Und das kann ich als Creator sagen, der humorvollen Content in dieser Zeit gebracht hat zu 100%, auch wenn es mir selber nicht schwer fiel, weil ich auch Familie und Kinder habe. Ja. Aber da haben sich Menschen glücklich gefühlt, und diese Sache sollte man mehr supporten, als dass man nur auf das Negative guckt. Und der halt sagt, ja, auf meiner For You wird nur noch Müll angezeigt. Ich glaube, ganz wenige wissen, dass die For You so eine Refresh-Möglichkeit hat. Das heißt, man kriegt wieder von Anfang an ganz breit gefächerten Content angezeigt. Und man muss sich bewusst sein, das, was man sieht auf der For You, ist auch das, was man sich länger als paar Sekunden anguckt. Danke. Also das ist dann der Algorithmus, der greift und sagt, ey, du guckst dir diese Menschen an, die mit dem Motorrad vor die Wand fahren. Warum? Also was packt dich da eigentlich, dass du dir diesen Müll anguckst? Armin, vielen Dank. Vielen lieben Dank für deinen Input. Übrigens wollte ich dazu noch sagen, TikTok wollte nicht mit uns reden. Ne? Wir haben Anfragen rausgeschickt, dass TikTok jemand von TikTok sich auch zuschalten lässt. War es erstmal gar nicht so leicht, die zu erreichen. Und dann haben wir sehr spät eine Absage bekommen. Und an euch zwei sage ich jetzt nochmal danke, dass ihr euch zugeschaltet habt. Danke für eure Meinung. Habt noch einen schönen Abend. Armin und Noah, ja? Gerne, ja, vielen lieben Dank. Euch auch. Ciao, ciao. Macht's gut. Also Armin ist auf jeden Fall strikt gegen ein Verbot. Es gibt andere Staaten, die haben, sind auf jeden Fall vorsichtiger, die haben TikTok verboten oder zumindest teilweise verboten, auf Regierungshandys verboten. Können wir uns mal anschauen. Und zwar, Moment, hier. TikTok-Verbote gibt es in Indien, in Nepal, in Taiwan, Afghanistan, in Pakistan und auch im Senegal. Und Regulierungen für Regierungshandy gibt es in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, Österreich, Belgien, in den Niederlanden, Dänemark, Frankreich und Norwegen.
So, also es gibt Staaten, die regulieren, die beziehungsweise die auch verbieten. Ihre Kollegin, deine Kollegin Anna Kasautsky hat über die Debatte zum TikTok-Verbot gesagt, es sei eine alberne Debatte. Was hat sie da gemeint? Bin ich der Pressesprecher von Anna. Und vielleicht, oder wenn andere EU-Staaten so regulieren, vielleicht ist die Debatte ja dann nicht so albern? Ich kann jetzt nicht für Anna sprechen. Ich kann aber schon sagen, wir müssen unterscheiden, ob es sich um ein TikTok-Verbot auf Diensthandys handelt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Verwaltungsbehörde, was ich durchaus unterstützen würde, als wenn es mein Verbot von Nutzung von TikTok auf ein privates Handy. Das sind schon zwei verschiedene Sachverhalte. Mhm. Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen einer Regierung geht es ja auch um Zugriff auf Geheimdokumente, auf Dokumente, die sehr wichtig sind für die nationale Sicherheit. Das versteht sich von selbst, dass man selbst den Anschein eines Risikos gar nicht entstehen lassen möchte. Es gibt ja auch viele andere Applikationen, es gibt viele andere Apps, die auf Diensthandys nicht zugelassen sind, obwohl nicht die Volksrepublik China dahinter steht. Deswegen, das finde ich schon, das ist eine andere Debatte, als wenn wir davon sprechen, dass jetzt ein 20-Jähriger auf TikTok ein paar Videos hochladen will. Also ich würde da schon den Unterschied machen, wenn es darum geht, ein TikTok-Verbot so durchzusetzen, wie wir das diskutieren, wie das gerade in den USA auch angestrebt wird. Das halte ich tatsächlich für eine sehr oberflächliche Debatte. Wenn es aber um Diensthandys geht für Regierungsmitglieder, versteht sich das von selbst. Ich glaube, der Kanzler, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das Handy, was die Videos produziert für seinen TikTok-Account, definitiv auch nicht das ist, was er nutzt, um gerade mal mit anderen Regierungsmitgliedern zu kommunizieren. Aber in anderen EU-Ländern ist das ja reguliert. Hat Deutschland da verpennt, schon was zu machen? Ja, so kann der Oppositionspolitiker jetzt immer einfach sagen. Am Schluss gehört, glaube ich, auch ein bisschen eigene Vernunft mit dazu. Also Entschuldigung, wenn ich im Außenministerium arbeite oder im Innenministerium, dann ist es absolut sinnvoll und vernünftig, diese App nicht auf seinem Diensthandy zu haben. Also insofern gehe ich auch davon aus, dass es da zu einer Sensibilisierung innerhalb von der Regierung gekommen ist. Ich meine, wir kriegen ja als Bundestagsabgeordnete auch Briefings, wo wir Hinweise bekommen, jetzt nicht nur bezüglich TikTok, sondern auch bezüglich anderer Geheimdienstaktivitäten, nenne ich es jetzt mal, was man besser macht und was man vielleicht besser sein lässt. Ist auch das, was Innenministerin Nancy Faeser sagt, ein bewusster Umgang mit TikTok ist es. Wir haben aber jemanden, D-Dex ist da. D-Dex, hallochen. Bist du bei mir? D-Dex, hello. Hi, guten Tag. Hallo. Tachchen, was ist deine Meinung zum Thema? Ich finde, dass und nicht nur TikTok, aber TikTok ganz besonders, extrem aus dem Ruder läuft. Diese Plattformen haben Algorithmen, die wie der CDU-Politiker, auch wenn ich nicht oft mit ihnen übereinstimme, aber hier stimme ich mit ihnen überein, komplett in die falsche Richtung gehen. Und das zeigt sich bei TikTok auch aufgrund seiner Größe und so weiter ganz besonders. Und wenn wir es nicht politisch in den Griff bekommen, dann muss dem Einhalt geboten werden. Es muss einfach dafür gesorgt werden, dass diese Plattformen mit ihren Algorithmen und mit dem Content, den sie dort dadurch zeigen, vernünftig umgehen. Und das tun sie aktuell nicht. Und ganz, ganz vorneweg natürlich TikTok, aber auch Instagram, auch Twitter und so weiter. Und wenn die Politik das nicht schafft, dann glaube ich, könnten wir in ganz schlimme Zeiten geraten, wo wir eigentlich gerade kurz davor stehen. Das ist meine Meinung. Deswegen denke ich persönlich, sollte entweder eine vernünftige Regulierung her oder halt ein Verbot. Mhm. Bleib ruhig bei uns. Du hast jetzt so ein paar Punkte angesprochen, über die wir genauer reden können. Ich würde deswegen einmal vorher zeigen, einen Clip, den wir vorher aufgenommen haben, der diese Probleme auch nochmal beleuchtet und auch nochmal vielleicht so ein bisschen erklärt, wie funktioniert dieser TikTok-Algorithmus überhaupt. Mir einen TikTok-Account eingerichtet, komplett neu eingerichtet. Und das ist bei TikTok schon was Besonderes, weil der Algorithmus funktioniert ja
Hallo. Funktioniert ja anders als zum Beispiel auf Instagram. Ich muss jetzt keinen Promis folgen, ich muss keinen Freunden folgen. Es geht allein um den Content auf meiner For You-Page. Und ich würde mal durchscrollen, was ich so sehe. Ich sehe, glaube ich, einen Prank von einem Mann, der irgendwie einer Oma, keine Ahnung, Blumen geben will. Eine Dönerbude, die brennt. Irgendwas über einen Fake-Mercedes. Hier, oh mein Gott, wie peinlich. Schiedsrichter, Fußball. Noch hat er nicht so erkannt, dass ich wirklich nicht auf Fußball stehe. Rezepte, Kochvideos gehören zu TikTok. Hundevideos. Für TikTok bin ich, glaube ich, ein heterosexueller, junger Fußballfan gerade. Da geht noch was daran, mich kennenzulernen, würde ich sagen. Wie kaum eine andere Plattform versteht es TikTok zu tracken, was ich mir wie lange anschaue und empfiehlt mir so immer weiter Videos, die ich mag und weniger von dem, was mich langweilt. Der Algorithmus sorgt für hyperindividuellen Content. Das führt dazu, dass sehr viele Leute sehr, sehr viel Zeit auf TikTok verbringen. Die Plattform ist längst eine Informationsquelle geworden. Gleichzeitig hat Ende vorigen Jahres eine US-Studie nachgewiesen, dass gewisse Hashtags auf TikTok unterrepräsentiert sind. Zum Beispiel solche, die der chinesischen Regierung nicht in den Kram passen. Was zum Beispiel passiert, wenn ich den Hashtag Uiguren suche auf TikTok, zeige ich euch drin, es fängt an zu regnen. Wenn ich Uiguren China eingebe und suche, dann sehe ich schon, ein TikTok hier von einem privaten Account, Alas Dina heißt der, in dem gesagt wird, dass Muslime, Uiguren jeden Tag in China exekutiert werden. Ich sehe auch von der Tagesschau einen Bericht, der das Thema der Uiguren einordnet, sagt, dass 1 Million Menschen in China eingesperrt werden. Also es ist nicht so, hier ist auch ein Bericht von Vice News, als ob ich zu diesem Thema nichts finde in der App. Viel gibt es aber nicht. Das Angebot ist dürftig. Was hat es also auf sich mit den Uiguren und dem Unterdrücken von Themen auf TikTok? Das frage ich Svea Eckert. Sie ist die ARD-Digitalexpertin und sie hat auch mehr recherchiert zu TikTok. Zum Beispiel hier auf tagesschau.de zu finden. TikTok schränkt die Meinungsfreiheit ein. Svea hat herausgefunden, dass die App Kommentare mit bestimmten Keywords einfach nicht anzeigt. Und da gab es eben eine Liste von Begriffen, die uns da eben aufgefallen ist. Das waren Begriffe, einige waren eigentlich auch ganz klar verständlich, also Begriffe, die so rassistisch oder eben so aus diesem ganzen Nazi-Kontext sind, wo man sofort denkt, ja gut, klar, dass die nicht erscheinen. Aber da waren auch Begriffe aus diesem ganzen Bereich LGBTQA+. Wo man eben denkt, nee, eigentlich eine Plattform, die Vielfalt auch fördern will, das passt da irgendwie nicht dazu. Ne? Die Plattform hat natürlich auch Hausregeln und Vorgaben, was angezeigt werden darf und was nicht. Doch dabei scheint momentan noch kein klares Muster erkennbar zu sein. Aber wenn TikTok so viel sperrt, was wird eigentlich nicht gefiltert? Ist es schon auch im Interesse der Plattform, ein, ich nenne es mal, gesundes Umfeld zu erschaffen. Trotzdem musst du natürlich immer im Hinterkopf haben, dass gerade diese kontroversen Themen halt auch die Klicks und die Reichweite bringen. Ja? Deswegen gibt es natürlich auch ein Interesse daran, gerade auch extreme Positionen, extreme Meinungen, extreme Bilder auch online zu lassen. Ne? Und das ist einfach dieser Spagat, auf der sich die Plattform bewegt und den sie mal besser und eben auch mal schlechter hinbekommen. Also rutschen hier und da auch gerne mal Fake News, Hate Speech, Hass und Hetze durch. TikTok selbst sagt, wir sind eine Unterhaltungsplattform, keine politische Plattform. TikTok selbst sagt, da sind in der Moderation, da passieren durchaus Fehler, aber insgesamt tun wir, was wir können, um schädliche Inhalte zum Beispiel zu vermeiden. Wie sehr schaust du darauf, wie TikTok mit diesem Thema umgeht? Ich halte das ganz ehrlich einfach für eine Farce, weil das sagen die Plattformen, um sich einfach aus dieser ganzen Moderationspflicht und auch aus dieser ja, Inhalte kategorisieren, ja, annehmen, ablehnen Pflicht einfach auch rauszuziehen. Zur Politik wollen wir uns raushalten, das machen die, damit sie eben nicht in diese Pflicht kommen, Inhalte zu moderieren, weil Inhalte moderieren, es ist einfach teuer, aufwendig und anstrengend. Ja. Wenn sich die Plattformen hier wegducken, schadet das also unserer Demokratie? Also ich glaube, was man sehen konnte, dieses Shadowbanning ist nachgewiesen. Also es gibt eine gewisse Kommunikation über zum Beispiel queere Themen, über rassismussensible Themen. Die wird erschwert. Amon, wie hoch schätzt du die Gefahr für die Meinungsfreiheit, wenn es so eine tatsächliche Einschränkung gibt? Die Gefahr ist sehr hoch. Also das will ich deutlich auch sagen. Und die kann man nicht kleinreden. Und die existiert auch schon seit einer Weile.
Und nicht nur was TikTok angeht, sondern auch was andere Plattformen angeht, haben wir jetzt in den letzten Jahren erlebt, dass Plattformen entweder nicht in der Lage sind oder nicht gewillt sind, entsprechend dafür zu sorgen, dass es diskriminierungsfrei zugeht, dass es keine Hasskommentare gibt, dass es keine Desinformation gibt und dass es einen fairen und freien Meinungsaustausch gibt. Und das trifft nicht nur auf TikTok zu, sondern auf viele anderen Plattformen. Und deswegen ist ja der Gesetzgeber, der europäische Gesetzgeber hier tätig geworden und wir haben mit dem Digital Services Act etwas auf den Weg gebracht, was meines Erachtens, wenn wir in der Umsetzung dafür sorgen, dass es richtig umgesetzt wird, ziemlich bald auch Erfolge zeigen wird. Was interessant ist, wenn man sich anschaut, wie TikTok in China funktioniert, dann funktioniert das ziemlich anders als bei uns in Europa, bei uns in Deutschland. Da macht die chinesische, ich habe keine Beweise dafür, aber es gibt viele Studien, die zeigen, dass viele Jugendliche Zeit damit verbringen, bestimmte Aufgaben, bestimmte Matheaufgaben zu lösen, spielerisch zu lösen. Dass sie sehr, sehr viel Zeit mit Content verbringen, wo es darum geht, bestimmte Werte, die ihnen beigebracht werden. Ich schließe daraus, dass weil die chinesische Regierung solche deutliche Vorgaben macht gegenüber ByteDance und gegenüber, und deswegen kommt es dann bei TikTok dazu, dass der Algorithmus dort anders funktioniert. Und das ist ja auch der Weg, den wir eingeschlagen haben in Europa, wo wir gesagt haben, mit dem Digital Services Act machen wir ja ernst und das ist nicht nur eine lasche Regulierung, sondern es gibt auch ordentliche Bußgelder und das sieht man jetzt auch schon. Das Verhalten von ByteDance hat sich in den letzten 12 Monaten unfassbar verändert und deswegen gehe ich davon aus, dass wir noch mehr Kraft und dass wir noch mehr finanzielle Mittel in die Umsetzung stecken müssen und dann werden wir schon sehen, wie sich diese Plattform verändern werden. Jetzt ist noch jemand bei uns, Normalo Lea oder so ist, Normalo Lea oder so ist da. Hallo Lea. Hallo. Tachchen, was ist deine Meinung zum Thema? Meine Meinung ist, dass das Verbieten von TikTok eine Symptomlösung und keine Problemlösung bietet, weil das Problem nicht TikTok als Plattform ist, sondern das Problem bereits, das wir mit TikTok haben, bereits in anderer Form auf anderen Social Media Plattformen stattgefunden hat. Also die Sachen mit den geklauten Daten kennen wir bereits so von Facebook oder Meta generell, aber auch von anderen Plattformen. Was die Ausspielung von kritischem Content angeht, haben wir das auf Reddit und 4chan haben wir das zum Beispiel. Das heißt, TikTok ist nicht das Problem als solches, sondern ein System. Ein System, in dem viele andere Plattformen auch mit drin stecken, wie ein Facebook, wie ein Reddit und so weiter. Der Dex, du hast den Kopf geschüttelt. Siehst du eine besondere Problematik bei TikTok? Ja, aber man kann doch nicht grundsätzlich sagen, das ist ein Symptom. Es ist nur ein Symptom und wir tun nichts dagegen. Und sie melden sich. Also irgendwann tun sie schon was dagegen. Verdammt, man muss doch endlich mal sagen, es ist Schluss. Es reicht endlich. Wir machen hier einen Strich und ihr kommt hier nicht mehr voran. Ihr dürft nicht mehr ins deutsche Netz oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man es technisch umsetzt. Wenn man immer nur sagt, es ist ein Symptom und wir bekämpfen nicht TikTok, sondern wir wollen das Symptom bekämpfen, das bringt einfach nichts. Es muss endlich mal was getan werden. Das ist meine Meinung. Ich glaube, dass Johannes Steiniger ähnlich mit dir. Ja, genau. Also das ist genau meine Auffassung. Und ehrlich gesagt, aus meiner Sicht ist TikTok schon eine andere Plattform als die anderen genannten. Also zum einen natürlich die große Durchdringung in der Gesellschaft mit so vielen Usern. Und dann tatsächlich der Unterschied im Algorithmus. Also klar versuchen jetzt andere, das entsprechend nachzubauen. Also bei Instagram sehen wir, dass auf einmal auch Bewegtbild sehr viel mehr Reichweite bekommt. Wobei da geht jetzt der Schuss für uns als Politiker gerade nach hinten los, weil dort wird jetzt ja gerade verkündet, dass politische Inhalte alle runtergeregelt werden. Also so löst man dort das Problem. Und diese Rabbit Hole Problematik, dass ich immer wieder verstärkt werde in meiner Auffassung. Das ist etwas, was tatsächlich schon eher TikTok-spezifisch ist. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht ein Demokratieproblem. Und ich bin nicht dafür, dass wir morgen TikTok verbieten, aber ich bin dafür, dass wir mal ein paar Instrumente auf den Tisch legen, um mit TikTok ins Gespräch zu kommen, um gar nicht bei Katzenvideos oder beim Backen oder was auch immer, aber bei Themen, wo es um unsere Demokratie geht, wo es um politische Inhalte geht, dass wir da sagen, da müsst ihr euren Algorithmus umbauen. Mhm. Da würde ich, Johannes, dir mal eine Frage stellen. Du kennst ja den TSE, ne, und das, was wir da vereinbart haben, was wir aufgeschrieben haben. Eine CDU-Kommissionspräsidentin, die das vorangetrieben hat. Meinst du, dass die Regularien, die wir da aufgeschrieben haben, nicht nur im TSE, sondern auch Datenschutzgrundverordnung, KI-Verordnung, dass das nicht ausreicht, wenn es richtig umgesetzt wird, um entsprechend dafür zu sorgen? Lass uns das verschieben ein bisschen, weil wir reden über den DSA noch und über die Inhalte und auch wie der aufgestellt ist.
Genau, auch Sebis Welt. Ich sehe deine Frage, die in die Richtung geht, an Armand geht, die würde ich auch noch zurückstellen. Ich sehe aber, dass du sie im Chat stellst. Ich würde gerne erstmal euch beiden danken, Lea oder so und Dedex, dass ihr euch reingefallen. Darf ich noch eine Sache sagen? Na klar, hau raus. Wir haben gesehen, was passiert, wenn Plattformen entweder verboten werden. Das sehen wir in anderen Ländern, was passiert ist, wenn TikTok verboten worden ist. Dann gab es nämlich eine Ersatzplattform, die verschiedensten Namen hat, aber den exakt selben Algorithmus hat, auf die exakt selbe Art und Weise funktioniert. Und wir haben es gesehen, als darüber diskutiert worden ist, ob man X bzw. Twitter in Europa verbieten soll. Innerhalb von weniger als einer Woche hatten wir direkt einen Ersatz, nämlich Blue Sky. Das heißt, wir sehen, ein Verbot bringt in so einem Falle relativ wenig, weil wir direkt die nächste Plattform haben, die auf dieselbe Art und Weise funktioniert. Ja. Egal, ob in Deutschland oder international. Aber das Know-how ist ja nicht da, ansonsten wäre ja Instagram viel erfolgreicher im Kopieren von TikTok. Felix, du darfst es nicht. Es ist ja offensichtlich komplizierter. Nicht eine existierende Plattform kopiert, sondern eine neue Firma. Das haben wir zum Beispiel in Indien, gibt es einen Ersatz für TikTok. Der funktioniert genauso wie TikTok. Andere Betreiber, aber exakt nahezu identisch. Du siehst keinen Unterschied. Die sehen sich exakt ähnlich. Der einzige Unterschied ist eben eine andere Firma, weshalb es in Indien nicht illegal ist, diese App zu nutzen. Okay, das ist ja der Hauptgrund hinter dem Verbot in Indien. Dedex, du darfst auch noch einmal kurz reagieren, ja. Bitte. Und dann, Also ich hab den Namen Blue Sky gehört. Wer einmal auf Blue Sky war, weiß, dass es der Himmel ist. Das ist halt eine komplett andere Plattform als Twitch. Als Twitter, es tut mir leid. Und als Twitch. Es funktioniert halt komplett anders. Sie haben einen komplett anderen Algorithmus und es sind andere Menschen dort. Also diesen Vergleich zu ziehen, den halte ich für ziemlich unsinnig. Dann danke ich euch beiden, dass ihr euch zugeschaltet habt. Habt einen wunderschönen Abend noch, ja? Danke, ciao. Tschüss, tschüss. So, es ist jetzt so knapp Halbzeit im Stream. Wir haben noch so ein Stündchen. Ich wollte einmal zurückschauen. Wir haben geschaut, wie ist die Lage in den USA? Was steckt eigentlich dahinter, dass TikTok verboten werden soll? Kommt das TikTok-Verbot wirklich? Wir hatten ein paar von euch schon im Stream und vielleicht mal so ein kleines Zwischenfazit von euch beiden. Ich glaube, Amon, du würdest TikTok schon gut reguliert sehen durch den DSA. Aber am Ende, letztendlich, ich sage immer wieder, Regulierung hängt maßgeblich davon ab, wie sie umgesetzt werden. Mhm. Die beste Regulierung auf dem Papier bringt mir nichts, wenn es am Ende nicht umgesetzt und wenn es nicht durchgesetzt wird. Deswegen, da würde ich schon meinen Fokus sehen. Und wie anfangs gesagt, das Thema digitale Kompetenzen halte ich für ein Thema, was wir komplett verschlafen haben in Deutschland, wo wir bis heute keine grundsätzliche Vorstellung davon haben, was wir eigentlich damit meinen. Und dann im zweiten Schritt, wie wir das transferieren wollen. Das halte ich für die wichtigen Instrumente, die wir haben, um auch mit solchen Herausforderungen umzugehen. Siehst du das ähnlich? Ja, wobei auch eben haben wir ja ein paar Mal gehört, dann wurde über Digitalkompetenzen gesprochen, aber immer mit, du hast es nicht gemacht, du hast gesagt jung und alt, aber ansonsten haben wir immer nur gehört jung. Und meine persönliche Erfahrung als Abgeordneter, also ich bin jetzt seit 10 Jahren im Bundestag, ist halt ehrlich gesagt eine komplett andere. Die größten Fake News und die größten Bullshit-Videos kriege ich weitergeleitet von irgendwelchen 65-jährigen Damen, die dann, weil die denken, dass das Internet irgendwie so kuratiert sei wie die Tagesschau oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Also ich mache mir ehrlich gesagt weniger Sorgen um die Generation, die mit diesen Netzwerken aufwächst, die auch weiß, dass da viel unterwegs ist. Man muss trotzdem da viel machen. Demokratietheoretisch mache ich mir viel mehr Sorgen über die Generation 50+, die nämlich jetzt auf einmal auch auf diesen ganzen Kanälen ist. Also ich habe vorhin noch mal geschaut, bei den Leuten, die meinen Content konsumieren, sind 25% über 50. Mhm. Ja? So, also insofern, lass uns gerne mal über das Thema sprechen. Das ist dann gar nicht so einfach zu lösen. Aber nicht immer nur mit dem Schwerpunkt in Richtung Jugend, dann am besten noch in der Schule. Das ist immer die einfache Antwort von Politik. Ich glaube, die größeren Probleme haben wir mit den Älteren. Vielen Dank. Soll TikTok verboten werden? Das ist unser Thema heute. Und ihr seid dabei, ihr seid im Chat, ihr könnt gerne alle eure Fragen stellen, loswerden. Ihr könnt euch aber auch wirklich live zu uns dazuschalten, könnt eure Fragen live loswerden an Armand Zorn von der SPD oder an Johannes Steiniger von der CDU. Also kommt hier mit an den Tisch. Alles gut. Kommt uns unterm Tisch so ein bisschen in die Quere. Ich wollte mal gucken auf den Kanzler. Wir haben das Kanzler-Talk seit gestern. Team
Bundeskanzler ist auf TikTok. Ich habe auch das erste TikTok des Kanzlers mal hier. Am Schreibtisch. Johannes Steininger, was denkst du? Och, ich fand's irgendwie ganz nett. Ich sag mal so, ich habe am Anfang die Sorge gehabt, also aus Sicht jedenfalls des Social Teams, dass man diesen Insider der Aktentasche, also wir wissen, dass das irgendwie so ein Ding ist bei Olaf Scholz, weil diese Aktentasche ihn seit wahrscheinlich 40 Jahren irgendwie politisch begleitet, aber dass man das sozusagen voraussetzt und dann kommt diese Aktentasche nicht mehr vor, aber jetzt in irgendeinem Video, was ich jetzt im Weiteren gesehen habe, kommt jetzt diese Aktentasche auch mal mehr vor. Also das scheint sozusagen so ein Bereich zu sein. Das ist okay. Aber der Bundeskanzler ist ein Politiker. Das ist der Regierungschef. Insofern möchte ich schon, dass jetzt nicht nur nette Bildchen und halblustige Videos gezeigt werden. Also heute war das vierte Video. Da wurde dann irgendwie, wie ihm gestern in Rheinhessen, zwei Flaschen Wein überreicht worden sind nach einer Veranstaltung. Dass der aber Eli Lilly, also diese große Firma, die Abnehmspritze jetzt in Rheinhessen produzieren wird, da eine Rieseninvestition auch macht, über 2 Milliarden, dass da so ein bisschen Hintergrund erklärt wird. Das würde ich mir jetzt mal als Staatsbürger schon auch wünschen. Also, dass bei Politikern auch Politik stattfindet auf den Social-Kanälen. Also, ich weiß, du bist natürlich auch nicht der Pressesprecher des Bundeskanzlers, aber weißt du mehr, was wird er machen? Nein, weiß ich nicht. Okay, er hat es ja aber mal ausgeschlossen, TikTok, jetzt ist er da. Was glaubst du, warum macht er das jetzt? Naja, weil er glaubt, also das ist meine Annahme, er schon festgestellt hat, dass er sich bemühen muss, stärker zu kommunizieren, anders zu kommunizieren. Ich meine, die Kritik ist ja kaum zu überhören, die ist ja auch meines Erachtens berechtigt, dass der Kanzler anders kommunizieren muss, dass er sich strecken muss, und ich glaube, das ist ein Versuch, was er tut. Und ich finde, das steht ihm auch zu entscheiden, welche Strategie ihn und sein Team, welche Strategie sie auf TikTok wählen. Tanzen will er auch nicht? Tanzen will er auch nicht, und ich glaube, es gibt nicht die eine Strategie, dass man bestimmte Inhalte kommunizieren muss, sondern es gibt bestimmte Strategien, die sich als erfolgreich gestalten können. Das kann ja auch sein, dass es eine Art Erstkontakt ist, was er mit jungen Wählerinnen oder mit jungen Menschen grundsätzlich auf TikTok hat, und dass sie sich darüber hinaus mehr für Politik interessieren. Deswegen finde ich das ein bisschen zu früh, nach 3 oder 4 Videos jetzt schon von Erwartungshaltung zu sprechen, und bin da eigentlich ganz entspannt. Ich glaube, das war richtig der Move, und schön, dass er das macht, und schauen wir mal, was jetzt kommt. Gibt Kolleginnen und Kollegen im RBB vom Podcast News Junkies, die haben sich jetzt schon mal intensiv mit dem Kanzler-TikTok beschäftigt. Also falls euch das Thema interessiert, dann könnt ihr mal die News Junkies abonnieren. Die haben im Podcast einen Experten für politische Kommunikation einschätzen lassen, was da auf dem Kanzlerkanal so los ist. Und die News Junkies findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sowieso schon Podcasts hört. Ich wollte einmal zeigen, was Johannes Steininger auf TikTok so macht. Der erfolgreichste CDU-Politiker auf TikTok mit was er rausgesucht hat. 36.500 Followern ungefähr, so als wir Ende letzter Woche geschaut haben. Sieht so aus. Wir haben die Klimalücke geschlossen. Warum diese Nachricht kein Grund zum Feiern ist. Letzte Woche hat das Umweltbundesamt seinen jährlichen Bericht rausgegeben. Darin steht, dass die CO2-Emissionen 2023 um 10% gesunken sind. Grüne Euphorie, wohin man schaut. Ganz besonders natürlich bei Wirtschaftsminister Habeck. Nichts davon ist vom Himmel gefallen. Alles war politisches Handwerk. Aber der wahre Grund, warum Deutschland weniger Treibhausgase ausgestoßen hat, liegt nicht an den großen Fortschritten beim Klimaschutz, sondern an der aktuellen Wirtschaftskrise. Denn es ist ja ganz logisch, wenn viel weniger produziert, Industrieproduktion stillgelegt oder ins Ausland verlagert wird, dann reduziert sich auch der Energiebedarf und damit auch die klimaschädlichen Emissionen. Deshalb ist diese Nachricht auch kein Grund zum Feiern, und dass das gerade der Wirtschaftsminister so macht, ist besonders verstörend. Denn die Nachricht sagt eben auch, deutsche Unternehmen verlassen das Land, es gibt immer mehr Insolvenzen, dadurch gehen gut bezahlte Industriearbeitsplätze verloren und es fehlen mittelfristig wichtige Steuereinnahmen. Außerdem produziert die Industrie jetzt ja in anderen Ländern und stößt dort dann CO2 aus. Für das Klima ist also nichts gewonnen. Jetzt muss man dazu sagen, dass es stimmt, dass die Wirtschaftskrise einen Teil der CO2-Reduzierung ausmacht. Es gibt auch noch andere Gründe, Ausbau erneuerbarer Energieträger zählt da schon auch dazu.
zuspitzen, weglassen, das muss anscheinend auf TikTok sein, oder? Sind das die Regeln der App? Ich war ein paar Tage später bei mir im Wahlkreis in einem Industriebetrieb und wurde proaktiv von der Geschäftsführerin auf dieses Thema angesprochen. Und dann hat die mir ihre Daten vom letzten Jahr gezeigt. Und die hat viel weniger CO2 ausgestoßen, weil sie nämlich viel weniger Gas verwendet hat. Sie hat aber auch viel weniger produziert, weil die Preise entsprechend hoch gewesen sind. Also dass man natürlich, sage ich mal, zuspitzt und auch eine gewisse Story hat, ist klar. Was man nicht machen sollte, ist Fake News verbreiten, aber für die eigene Meinung werben, das ist, glaube ich, in Ordnung. Und das ist ja sozusagen mein Punkt. Also TikTok lebt am Schluss von der Kontroverse. Und dann gibt es ja auch genug, die dann in den Kommentaren da dagegen halten und genau auf diese Themen hinweisen. Dann kann ich wieder solche Kommentare aufnehmen, darauf reagieren. Deswegen macht mir diese Plattform Spaß, weil du halt einfach da den Austausch hast und gerne auch den Streit. Softgirl sagt dazu, warum kommen wir nicht weiter? Warum stapeln sich die Probleme? Weil unsere Politiker TikTok machen, statt zu regieren. Ha, ha, ha. Also ich sag mal so, wir haben beide 60, 70 Stunden Wochen und wenn ich davon eine Stunde TikToks produziere, dann ist noch genug Zeit dafür, Gesetze zu machen und im Wahlkreis unterwegs zu sein, mit den Menschen zu sprechen. Aber wie groß ist dein Team? Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es ein Brainstorming von was wir heute machen? Ja, wir diskutieren das in unserer Teambesprechung. Was sind so Themen, die wir gerade interessant finden? Wo gibt es vielleicht mal wieder einen Skandal der AfD, auf den man entsprechend draufgehen kann? Gucken dann, was wir machen wollen. Es funktioniert auch nicht alles gut. Ich habe gerade eben auch gesehen, das Video war auch ein Tick zu lang, habe ich gerade hier so gemerkt, wenn man dann von hier so drauf schaut. Aber schauen eben, was funktioniert, was funktioniert eher nicht. Einiges überlege ich mir auch selbst. Wir sitzen ja auch genug in irgendwelchen Zügen und da hat man auch Zeit dafür. Wenn du wir sagst, wie groß ist das? Sind das zwei Leute, drei Leute, fünf? Nee, wir sind, also nee, eine Mitarbeiterin habe ich, die mich dabei unterstützt. Hast du vor, TikTok zu... Ich habe tatsächlich einen TikTok-Account, aber ich bin ein passiver Nutzer. Ich habe mein erfolgreiches Video habe ich selbst gar nicht gepostet, sondern das ist eine Rede, die ich im Deutschen Bundestag gehalten habe zur Reform der Mehrwertsteuer, die mir ein Freund plötzlich dann weitergeleitet hat und sagt, Armand, schau mal dein Video, das geht gerade hier viral auf TikTok. Und ich glaube, inzwischen sind das 3,3 Millionen Views, aber habe ich nicht selbst hochgeladen. Und habe aber irgendwann mal einen Startversuch gemacht und habe ein Video hochgeladen, aber seitdem nicht viel passiert. Ich hadere mit der Entscheidung oder ich überlege jedes Mal immer wieder, ob ich das machen soll oder nicht machen. Tendenziell, also Stand jetzt würde ich sagen, nein. Warum? Ich steige da nicht ein. Nein, weil ich finde, dass die vielen Themen und ich meine, das sind ja die Trends, die wir auf alle möglichen Plattformen erleben. Wir erleben das immer mehr und mehr, dass komplexe Sachverhalte, die sehr schwierig sind, auf ein paar Sekunden reduziert werden. Das, was ich mit Zuspitzen meinte. Mit Zuspitzen. Und ich bin der Meinung... Ist ja bei der Tagesschau auch, da hast du auch nur 25 Sekunden. Absolut, aber ich bin der Meinung, Wir haben zwei Stunden. 90% der Themen, die wir miteinander diskutieren, verhandeln, lassen sich einfach nicht reduzieren. Und deswegen mache ich diesen Versuch auch nicht. Also vielleicht bin ich da noch zu sehr traditionell unterwegs. Aber mein Ansatz ist es, die Leute rauszuholen. Und ich glaube, dass in einer zunehmenden digitalen Welt, dass der persönliche Kontakt immer mehr und mehr Luxus wird und mehr den Unterschied machen wird. Und deswegen bis jetzt habe ich da noch nicht entschieden, dass ich da, also vielleicht wird es auch wieder Kanzler, vielleicht sage ich dann nächste Woche, nein, nicht nächste Woche, aber vielleicht sage ich dann bald. Dann tanzt er auch. Ich tanze jetzt auch auf TikTok, aber Stand jetzt mache ich das. Ja, aber dein Redeschnipsel ist doch das beste Beispiel dafür, dass eben da auch wirkliche Politikinhalte, die natürlich, das hast ja auch gut konstruiert, diesen Redebeitrag, um sozusagen die Skurrilitäten im Umsatzsteuersystem herauszuarbeiten, aber dass man tatsächlich auch mit Politik Leute erreichen kann. Und ich sag mal, das ist ja auch eine Chance für uns als Politiker, dass man all die Arbeit, die man beispielsweise in eine Bundestagsrede reinsteckt, ja, wo man ja auch nur 3 bis 6 oder 7 Minuten hat, dann auch nochmal breiter verwerten kann, dass einfach mehr Leute davon mitbekommen. Ja, aber das Video ist ein gutes Beispiel, weil warum war das so erfolgreich? Weil das eine schöne Problembeschreibung ist, was jeder versteht und was jeder greifen kann und jeder blöd findet. Und seitdem kriege ich so viele Anfragen, wo ist denn die Lösung, Herr Zorn?
Ja. Und du weißt wie ich, dass die Lösung verdammt kompliziert ist. Also unser Umsatzsteuersystem zu reformieren, dafür musst du schon ein paar Gleichungen lösen. Ne? Ja. Und diese Komplexität kriegst du halt entsprechend nicht transferiert. Dazu passt aber dann eine Frage. Dann wäre es auch super interessant, aber das ist natürlich dann auch was wir vielleicht als Politiker gar nicht so gerne machen, mal darauf hinzuweisen, warum es so schwierig ist. Dazu passen zwei Kommentare, die hier reinkamen in den Chat. I Lucky Lukas schreibt: Meiner Meinung nach ist das große Problem an TikTok, dass populistische Aussagen viel besser in diesen schnellen Kurzvideos funktionieren. Das folgt dazu, dass insgesamt mehr Populismus betrieben wird. Ganz klar eine Gefahr für die Demokratie. Kurzfristig regulieren, langfristig müssen wir auf jeden Fall mehr digitale Kompetenzen fördern. Johannes Steiniger. Ja, der nicht unrecht. Wobei unter dem Hashtag Reclaim TikTok man sich, glaube ich, vorgenommen hat, jetzt sozusagen Populismus von links zu machen. Also, und da müssen wir auch mal ehrlich sein. Also, wenn wir eine Anfrage für die Tagesschau bekommen, dann habe ich 25 Sekunden zu einem bestimmten Thema und dann überlege ich mir vorher auch nicht, wie ich da irgendwie noch in der Gegend rumlabere, sondern was ist meine Kernbotschaft und was sind meine drei Sätze, die ich jetzt am besten unfallfrei in die Kamera reinsage. Mhm. So, insofern ist das ja auch kein neues Phänomen. Oder wenn die Süddeutsche von mir einen O-Ton haben will oder die Bildzeitung oder wer auch immer. Na, aber der Unterschied ist schon, dass wir bei der Tagesschau und bei der... Jetzt kannst du halt selbst senden, genau. Ja. Genau, jetzt kannst du selbst senden. Es gibt dann keine Kontrollinstanzen mehr. Du bist ein verantwortungsvoller Politiker. Du erzählst da nicht so viel Blödsinn, aber wir kennen beide genug Kolleginnen und Kollegen, die das gnadenlos ausnutzen. Ja. Ja? Und deswegen finde ich das schon eher problematisch und halte das auch, und das ist ja etwas, was wir ja nicht nur auf TikTok beobachten, was wir auch auf andere soziale Medien haben, für was diesen Diskurs auch so schwierig macht. Mhm. Weil wir haben die Situation, dass jeder überzeugt ist, das, was der gelesen hat, das, was der gesehen hat auf TikTok, ist die Wahrheit. Mhm. Und geht da raus und diskutiert richtig hart mit einer anderen Person. Nein, auf gar keinen Fall. Weil das ja nicht eine Sache ist, die wir nur bei TikTok haben. Wenn wir das auf TikTok verbieten, dann ist es halt auf Instagram. Und von Telegram haben wir gar nicht gesprochen. Telegram haben wir die Herausforderung, dass es ja gar nicht transparent ist. Wir wissen gar nicht, was da passiert. Aber wir bleiben mal bei TikTok. Und ich wollte den einen Kommentar hier noch nachreichen, bevor wir noch mal ein bisschen genauer auch über den Algorithmus und vielleicht Zensur reden. Dieser Kommentar hier von Blueberry. Ein guter Punkt, das ist auf dich. Kein gesellschaftliches Problem lässt sich in 25 Sekunden diskutieren, lösen oder erstmal differenziert erklären. Das geht einfach nicht und dafür fehlt am Ende das Bewusstsein im Kontext von dieser Art Plattform. Ja, aber so ist halt die Welt, ne? Also das kann ich natürlich jetzt, also ich kann mich darüber aufregen, dass das alles schwierig ist, aber ich muss so, so funktionieren Nachrichten und zwar unabhängig davon, ob das jetzt ein Tweet ist, in dem ich zwei Sätze zusammenschreibe oder ein O-Ton irgendwie für eine Nachrichtensendung gebe. Dann kann man unterschiedliche Auffassungen sein, mache ich da mit oder nicht, aber sozusagen das Grundproblem aufzumachen, ist zwar schön und gut, aber löst ja das Problem nicht. Na, ich finde, das ist ein Trend, den wir beobachten und der immer wieder stärker wird. Und ich finde, die Banalisierung der Politik oder die Reduzierung auf einfach so zwei, drei Kleinigkeiten, die man ändern kann, die man schnell ändern kann, ist etwas, wo wir alle nicht davon profitieren. Weder Politikerinnen und Politiker noch die Gesellschaft. Und deswegen ist mein Anspruch immer wieder, verständlich zu kommunizieren, einfach zu kommunizieren und praxisnah, aber am Ende die Komplexität, die da ist, die kann ich mir nicht wegdenken und die sollte ich auch nicht machen mit einem 30-sekündigen Video, weil das holt mich dann früher oder später. Ich empfehle dir mein Video, was ich heute zur Rentenpolitik gemacht habe, wo ich gesagt habe, auf diese politische Frage gibt es keine Antwort, die dir gefallen wird. Jetzt, aber die Pointe kennst du jetzt. Wir wollen mal noch ein bisschen genauer über den Algorithmus reden. Mich würde mal interessieren, Community, ob ihr das Gefühl habt, TikTok pusht bestimmte Inhalte oder unterdrückt andere Inhalte. Und zum Thema Algorithmus habe ich jetzt Rosa Jelinek hier als Zuschaltgast bei uns. Hallo Rosa. Hi. Hi Rosa, stell dich doch mal vor, Hallo. Wer bist du und was machst du? Hi, ich bin Rosa. Ich bin sowohl aktivistisch als auch als Content Creatorin unterwegs. Aktivistin als queer-jüdische Person, unter anderem in dem Verein Cache Deutschland. Und als Content-Creatorin war ich auch schon für den Verein aktiv, aber bin inzwischen für das Projekt euwei.de. Das ist eine Plattform, die sich gegen Verschwörungsmythen stark macht und gegen Argumentationsstrategien dafür bietet.
Genau, und da sind wir auf jeglichen Social-Media-Plattformen unterwegs. Und eben auch auf TikTok. Wie nimmst du die App wahr? Durchwachsen, würde ich sagen. Also sowohl als Produzentin als auch als Konsumentin von TikTok ist das sehr durchwachsen. Also ich finde, ihr hattet ja gerade über den Algorithmus gesprochen. Ich finde, als Konsumentin hat der Algorithmus natürlich total viele Vorteile, weil man einfach merkt, dass, oh Gott, jetzt wäre mir, sorry, die Anzeige ist gerade ein bisschen komisch. Wir sehen dich und hören dich super weiter. Okay. Genau, also sowohl als Konsumentin ist das natürlich cool, dass man so viele verschiedene diverse Videovorschläge hat, Content hat, der einem irgendwie gut gefällt, aber es kann natürlich auch gefährlich werden, weil man irgendwie schnell in so eine, zum Beispiel in eine rechte Ecke rutschen kann. Ich habe mir selber mal einfach aus Interesse so ein paar Tradwife-Videos angeschaut und auf einmal wurde mir ganz viel Christian Tradwife-Content vorgeschlagen. Muss man kurz erklären, Tradwife sind sozusagen traditionelle Frauen, die Werte von Frauen aus den 50ern, 60ern propagieren und so ein bisschen über die Hintertür auch rechtskonservative Inhalte fördern. Genau. Und das habe ich dann gemerkt, dass das total viel in meiner For You-Page auftauchte, obwohl das wirklich Content ist, für den ich mich überhaupt nicht interessiere. Und zum anderen merke ich das aber auch total als Produzentin. Also gerade von diesem Rabbit Hole, von dem gerade vorhin schon gesprochen wurde, das merkt man auch als Produzentin sehr, zum Beispiel in den Kommentaren. Also wenn wir bei diesem Projekt über Verschwörungsmythen, Mythen Eubay, wenn da ein paar Mal irgendwelche Rechte und VerschwörungstheoretikerInnen auf unseren Content gekommen sind, dann finden sich eben immer mehr und mehr und mehr von denen bei uns, weil der Algorithmus dann denkt, dass denen unser Content gefallen würde oder das eben zu mehr Interaktion führt. Insofern habe ich eine sehr gespaltene Meinung zu TikTok und zum Algorithmus von TikTok. Das heißt, da sind da eine Menge verfassungsfeindliche Inhalte im Zweifel, die da aber bleiben, weil es gibt Engagement und TikTok findet das erstmal gut, dass offenbar mit diesem Video viel interagiert wird. Genau, also wir moderieren natürlich den Content unter unseren Videos und löschen verfassungswidrige Inhalte. Es fällt uns aber doch häufig auf, dass bestimmte verfassungswidrige Inhalte bleiben, obwohl es ja auch bei TikTok Algorithmen gibt, die den Content screenen und moderieren sollen. Man kann die Sachen dann natürlich melden. Das ist aber auch ein ziemlicher Arbeitsumfang. Also wenn man Personen dafür hat, ist es toll. Wenn man irgendwie ein kleinerer Verein ist, der sich nicht leisten kann, da extra Leute einzustellen, dann ist das natürlich schwierig. Und dann wird natürlich auch oft von den Leuten versucht, diese Filter dort zu umgehen. Also indem man bestimmte Zeichen, also bestimmte Codes benutzt, von denen klar ist, was gemeint ist, aber die eben nicht auf den ersten Blick und eben nicht für diese Filter und Algorithmen offensichtlich sind. Also von einem kleinen Einspieler wurde ja auch schon mal davon gesprochen, dass Gas als Wort gebannt wurde, geshadowbannt von TikTok, was diese ARD-Recherche vor einer Weile ergeben hat. Stattdessen wird jetzt zum Beispiel so ein Duschkopf als Emoji genutzt, was eben ein antisemitischer Code für die Vergasung von Jüdinnen und Juden in der Shoah ist. Das ist zum Beispiel auch Content, den ich gerade als jüdische Creatorin oder Kommentare, die ich als jüdische Creatorin immer wieder bekomme. Würdest du dir da wünschen, dass da mehr Druck aus der Politik kommt? Welche Verantwortung hat da die Politik, auch auf TikTok einzuwirken? Ich glaube, die Politik hat eine sehr, sehr große Verantwortung, auf TikTok einzuwirken. Und zwar Gesetze zu schaffen, die TikTok dazu nötigen, dort zu handeln und diese Firma, eben dieses Unternehmen, unter Druck zu setzen. Ich glaube aber trotzdem, dass ein Verbot Quatsch ist. Mhm. Rosa, vielen Dank. Bleib gerne noch bei uns einen Moment. Hier ist noch jemand, Alex, glaube ich, Konknaxa, vielleicht heißt du. Du bist noch bei uns. Hallöchen. Ja. Tachchen, wer bist du? Hi, ich bin Gesundheitspsychologie-Student und Altenpfleger und will mich mal daran beteiligen und einfach mal die Ethik hinter der Frage, ob irgendwas verboten werden sollte aufgrund von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, sag ich es mal so. Weil im Endeffekt tut man ja nicht unbedingt die Selbstbestimmung fördern, wenn man nur um die Folgen zu minimieren. Wie soll ich denn das sagen? Du tust etwas verbieten, nur weil du den Gedanken dahinter hast, dass es etwas Schlechtes in deiner Gesellschaft auslösen kann. Das
ist keine objektive Einstellung zu der ganzen Sache. Also findest du nicht, dass der Algorithmus problematisch sein kann? Ich finde allgemein kommt es immer auf den eigenen Konsum an, den man hat. Also die Frage auch nach dem, wie viel man von gewissen Videos sich anschaut, wird automatisch dazu führen, dass diese Videos immer wieder vorgeschlagen werden. Also ist es auch einfach ein eigenes Selbstreflektieren von dem Konsumverhalten, was man an den Tag legt und nicht von dem, was TikTok dir vorschlägt, was es am besten für dich ist, weil es wird ja an dem, was du konsumierst, bestimmt. Rosa schüttelt den Kopf und auch Armand, vielleicht zuerst Rosa und dann Armand. Ja, ich schüttle gerade den Kopf, weil also einerseits klar, das wird von dem eigenen Konsumverhalten gesteuert, aber es wird eben nicht nur von diesem Konsumverhalten gesteuert. Also wenn ein Video viral geht, geht ein Video viral. Und wenn ein Video von Nazis, von AfDlern viral geht, dann geht das Video von denen viral und wird eben auch Menschen angezeigt, die sich eigentlich vielleicht nicht so für deren Content interessieren. Aber das große Problem daran ist, glaube ich, auch der Algorithmus der Plattform. Aber das Problem an Nazis auf TikTok sind ja Nazis und nicht TikTok. Die Politik muss was gegen Nazis machen und bessere politische Inhalte bringen, auch auf TikTok, aber auch in echt und nicht immer nur auf Nazis wie AfDlerInnen reagieren. Ja, das ist halt eine Frage, wie soll ich denn das am besten erklären? Also man hat, denke ich, gewisse Gesinnungen und gewisse Vorlieben, wie man durchs Leben geht und was man tut. Und nach diesen orientiert man sich, glaube ich, auch an dem, was andere tun. Und man versucht ja irgendwo so einen Anhang beziehungsweise irgendwie sich gesellschaftlich zu etablieren. Und wenn eine gewisse gesellschaftliche Vorzüge oder gesellschaftliche Meinung in diese Richtung gehen und Menschen Sozialtier ist, so doof es halt auch klingt, wird er sich erstmal daran orientieren und danach selbst reflektierend darüber nachdenken, wenn eventuell irgendwelche Fehler daran erkannt werden können. Danke, Alex. Ich würde dir da widersprechen. Der Algorithmus auf TikTok ist schon ordentlich kaputt. Das ist ja nicht nur das, was ich konsumiere, das, was ich da eingebe, was verstärkt wird, exponentiell verstärkt wird. Ja, das ist das eine. Aber es wird da anscheinend auch ein Profil gebildet, was gar nicht zu meiner Person gehört. Also der ist so breit ausgelegt, dass wenn ich beispielsweise irgendwie ein Video der Nationalmannschaft mit der Deutschlandflagge mir zu lange anschaue, dass ich plötzlich in irgendeinen Kreis komme, wo mir immer rechtsextreme, rechtsnationale Inhalte geteilt werden. Wenn ich aus Versehen auf irgendein, das habe ich auch schon erlebt, aus Versehen auf irgendein AfD-Video geklickt habe, kam ich da plötzlich nicht mehr aus der Bubble raus. Jedes Mal klicke ich das weg, melde ich das und immer wieder werden mir solche Inhalte angezeigt. Also ich würde schon dir da widersprechen, dass der Algorithmus sehr kaputt ist, sehr ungenau ist und sehr breit angelegt ist und aus meiner Sicht ein Ziel verfolgt, Inhalte so gut wie möglich zu teilen und das führt entsprechend dazu, dass eigentlich meine Präferenz auf diese Plattform kaum wahrgenommen wird. Vielen Dank und danke auch euch beiden. Danke, dass ihr euch zugeschaltet habt und einen schönen Abend euch noch, ja? Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss, macht's gut. Und dann ist jetzt nämlich noch Jan in der Leitung, ist auch gegen ein Verbot. Hallo Jan, habe ich das richtig schon gesagt? Ja, warum? So, Mikrofon ist aus, das funktioniert. Das Verbot bringt ja, wie gesagt, also ich kann mich Vorredner nur anschließen, hier rotiert das schnell durch und ich möchte so ein bisschen diesen Faden aufrechterhalten. Ja. Eben der Satz war sehr gut auch, den die Rosa hieß sie gesagt hatte, ne, das Problem ist ja nicht die Plattform, sondern da die Nazis, die nutzen. Und wir haben ja auch, um hier nochmal so ein paar Dinge in den Kopf zu rufen, wir haben ja nicht nur ein Problem, ne, hier TikTok, sondern wir haben ja inzwischen das Problem, dass diese TikTok-Art und Weise inzwischen ja auch in diese echte Welt in die Parlamente eingezogen hat. Wir, seitdem TikTok so explodiert ist, die AfD zumindest bis vor die Korrektivrecherchen am Aufschwung gewonnen haben, hat man die Reden mal so beobachtet und festgestellt, die haben angefangen wie in so, ne, ich bin selber kein Nutzer, kein TikTok-Account, man kriegt nur die offiziellen Reden mit und die reden wie Kurzvideos vor dem Bundestag-Rednerpult. Das ist inzwischen gewollt.
die stellen sich nur noch dahin, feuern ihre Buzzwords ab. Ne? Es passt perfekt in jedes Alt-Right-Playbook hinein. Und nur, dass das am Ende auf TikTok zwei, dritt, wie oft verwertet werden kann. Und dann gibt es noch eine Menge, darf man auch nicht vergessen, nicht nur die offiziellen TikTok-Accounts der Mitglieder der Parteien, sondern auch die ganzen, ich sag mal, Anhängerschaften, die dahinter sind, die dann aus diesem selben Populismus nochmal zwei, dritt, viert verwertend, unwahrscheinlich dann auch auf YouTube, so ehemalige Krypto-Leute. Und du bist trotzdem nicht für ein TikTok-Verbot, habe ich richtig verstanden, ja? Damit durch die Decke zu gehen. Und dagegen muss man mit diesem Raum gegen Scheiße fluten, kann Populismus funktioniert auch von der anderen Seite. Und da kommt der Punkt zu sagen, da bin ich dagegen. Wir haben von der kleinsten Partei im Bundestag, im Moment ist es nur eine Gruppe, aber eine doch irgendwo erfolgreiche linke Politikerin, die auch es geschafft hat, in entsprechenden Kreisen mit einer Rede den ganzen Populismus mal von links aufzuziehen. Populismus funktioniert nicht nur von rechts, sondern er funktioniert genauso auch von links. Jan, und wir dürfen vielen diese Dank. Plattform halt nicht diesen anderen Leuten eben überlassen, weil wir erreichen sonst junge Menschen, wir könnten, ne, die erreichen wir da halt ganz schnell. Wir können uns das nicht außer Hand nehmen lassen, dass die da sind und so schnell die Informationen, Kurzvideos, wir können das auch entsprechend progressiv aufklärerisch nutzen und nicht den ganzen Braun in Hellblau das Feld. Danke, überlassen. Jan. Danke, der Punkt ist rüber. Ich danke dir, dass du dich reingeschalten hast. Hab noch einen schönen Abend. Mach's gut. Ciao. Jetzt gibt es ja, Johannes, du sagst, TikTok jetzt nicht sofort verbieten, irgendwann in allerletzter Instanz. Es gibt CDU-Politiker, die fordern, dass Roderich Kiesewetter fordert, das ein bisschen markanter, möchte ich mal sagen. Vergrault man damit junge Wähler, wenn man das fordert? Ehrlich gesagt, das ist ja keine Kategorie in einer politischen Diskussion, ob man jetzt irgendjemanden verkrault oder nicht. Also ich mache Aussagen, weil ich die richtig finde oder weil ich sie falsch finde und nicht, ob ich da jetzt irgendjemanden erreiche oder nicht. Man hat aber gerade eben ja so ein Stück weit das Dilemma sowohl an der Wortmeldung von Rosa als auch von Jan gehört, die sozusagen die Gesamtproblematik der Plattform, das Rabbit Hole, in das ich reingezogen werde. Jan hat hundertprozentig recht, dass einige oder viele Kollegen mittlerweile hingehen und Bundestagsreden so konstruieren, dass ich möglichst viele 30-Sekunden-Snippets habe, die ich entsprechend ausspielen kann. Du auch? In Teilen, klar. Also wenn ich 5 Minuten habe, will ich schon meine Kernbotschaft irgendwie in guten 30 Sekunden haben. Aber bei der AfD sieht man es ja noch sehr viel, sehr viel, sehr viel extremer. Heidi Reicheneck wurde ja gerade eben angesprochen, die das ja auch Populismus von links auch gut macht. So, aber dies beschreibend führt ja eher zu der Position, die ich vertrete. Also, dass man sagt, lasst uns bitte auf TikTok zugehen, lasst uns da ein Stück weit auch Druck aufbauen, dass man eben nicht so reingezogen wird, nur in eine Richtung, sondern dass zumindest Gegenpositionen gezeigt werden, etc. Hier ist eine Frage aus dem Chat für Johannes Steiniger. Mich würde die Sichtweise zur Klarnamenpflicht interessieren, wie es führende Politiker der CDU fordern. Also, ich habe eine gewisse Sympathie dafür, Klarnamenpflicht auch auf sozialen Netzwerken einzuführen. Amon? Nein. Warum nicht? Ich finde, wir dürfen den Charakter des Internets auch nicht verlieren. Also ich sehe natürlich alle Herausforderungen, die wir miteinander haben. Aber ich finde, die Lösung, die wir immer haben, das sind so an der Oberfläche gekratzt. Also wir haben... Diese Klarnamenpflicht löst ja nicht die vielen Herausforderungen, die wir gerade haben. Ob es, wenn es um Desinformation geht, wenn es um Hasskommentare geht, Beleidigungen und so weiter und so fort. Ich bin schon ein Freund davon, immer dran zu arbeiten, die Probleme an der Wurzel zu packen, um dafür zu sorgen, dass wir wirkliche Lösungen haben. Und Klarnamenpflicht oder Verbot von TikTok halte ich für etwas, was ganz oben an der Oberfläche kratzt und was letztendlich das Problem überhaupt nicht löst. Was würde es denn lösen?
was macht, also jetzt sprechen wir doch mal über den Elefanten, über den Weißen im Raum, und das ist die AfD. Was macht die AfD? Der Chefstratege, der sich die gesamten Kampagnen ausdenkt für die AfD, sagt in einem Vortrag, den du bei YouTube dir einfach nach anhören kannst, ich habe das mal vor kurzem gemacht, als ich TikTok entdeckt habe, sagt er da, so muss man sich in den 30er Jahren gefühlt haben, als die Leute den Volksempfänger irgendwie gesehen haben. Und die Möglichkeiten, die ich damit strategisch auch haben kann, meine Inhalte massiv in die Gesellschaft reinzubringen. So, und das macht die AfD heute mit den sozialen Netzwerken. Bei YouTube haben wir noch gar nicht gesprochen, da ist es ja ähnlich. Und geh mal davon aus, dass jeder Mitarbeiter in Bundestagsbüros, in der Fraktion mehrere Accounts hat, wo AfD-Content ausgespielt wird. Da sind alle Kollegen entsprechend auf den Plattformen unterwegs. Und natürlich, also wenn ich jetzt nur dieses Problem sozusagen bekämpfen möchte, dann würde ich es natürlich über eine Klarnamenpflicht an der Stelle schon in den Griff bekommen. Es hat viele andere Probleme. Nein, sozusagen. Das, ist das, Problem ist, das passt auch hier zu dem, was Goldster sagt. Klarnamen können schnell zu Mobbing führen, beziehungsweise ja, mehr als ohnehin schon. Und MiKMK sagt, Klarnamenpflicht hat noch nie was gebracht. Anonyme Foren waren viel umgänglicher als Social Media, wo es das gibt. Terranihil sagt, Klarnamenpflicht darf auf keinen Fall kommen. Wenn dort dann eine Datenbank entsteht, wäre das eine absolute Katastrophe. Also Gegenfrage an die Community, wie lösen wir es auf, dass AfD-Mitarbeiter, Abgeordnete mehrere Accounts haben und im Grunde genommen den Algorithmus mit manipulieren? Also ich glaube, dass maßgeblich dafür, dass bestimmte Inhalte, lass uns nicht nur über die AfD reden, lass uns darüber reden, dass bestimmte diskriminierende und teilweise illegale Inhalte viral gehen, maßgeblich dafür verantwortlich sind, ist nicht nur die Tatsache, dass mehrere Leute das am Anfang klicken und teilen, sondern wir haben schon, also selbst wenn es eine Klarnamenpflicht gäbe und die sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das nicht mehr machen könnte, glaube ich trotzdem, dass leider viele illegale Inhalte, diskriminierende Inhalte immer noch viral gehen würden. Und dann die Folgen, die damit einhergehen, dass wir eine Klarnamenpflicht haben, die sind aus meiner Sicht viel zu hoch, um am Ende eigentlich gar nicht das Problem zu lösen, was wir lösen wollen. Das Recht auf Anonymität, das Internet als ein freier Raum, wo man sich aufhalten kann, wo man sich austauschen kann bei bestimmten Fragen von Diskriminierung, Arbeitgeber, die verschiedenen Folgen, die damit verbunden sind, ich glaube, die sind viel zu hoch, um ein vermeintliches Problem zu lösen. Deswegen eindeutig dagegen. Ich glaube, das löst tatsächlich nicht das Problem. Also wir sind ja auch so ein bisschen beim Thema, was sehen wir auf Social Media und was macht das mit uns? Zu dem Thema ist jetzt Nico Kappe hier bei uns. Nico the Sea auf TikTok. Ist Lehrer und TikToker, richtig, Nico? Hallo. Hallo, Tachchen. Hallo. Genau, das ist richtig. Und ich bin auch schon sehr, sehr lange auf TikTok. Und zwar schon seit über 4 Jahren oder 4,5 Jahren. Ich glaube, ich war einer der allerersten TikToker, die so ein richtiges Programm gemacht haben, wie man es vielleicht vorher von YouTubern kannte oder ähnliches. Und habe da, glaube ich, einen ganz guten Überblick, wie sich das auch entwickelt hat. Ich finde es zum Beispiel sehr interessant, dass 950.000, also eine knappe Million auf YouTube, auf TikTok, richtig. Okay. Und es ist, genau, ich habe hier so ganz leichten Delay, deswegen hoffe ich, dass ich jetzt keinem dazwischen quatsche, aber was ich nur sagen wollte, ich finde es interessant, weil TikTok ganz ursprünglich mal gesagt hat, wir wollen keine Politik auf unserer Plattform. Das hat sich dann nach und nach geändert und ich weiß nicht, wo es dann den Break gab, wo dann diese Schwemme an Politikern kam. Aber ganz am Anfang war das überhaupt nicht gewollt. Und ich weiß auch, dass von mir, ich habe jetzt natürlich nicht als Parteipolitiker, aber ich habe politische Informationsvideos gepostet, die wurden teilweise am Anfang gesperrt. Damals hatte ich dann noch direkten Kontakt zu TikTok, die waren so klein, dann war das auch, da konnte man das aushandeln. Und spätestens seit der letzten US-Wahl, da spielt Politik auf TikTok eine ganz andere Rolle. Und ja, seitdem hat sich das alles komplett verändert. Was erlebst du in deinen Klassen? Was vielleicht auch... ja, also es ist ja so, dass TikTok offiziell ab, ich glaube, 12 oder 13 ist. Jetzt haben wir, oder ich kann aus Erfahrung sagen, und ich vielleicht glaube ich jeder, der jüngere Menschen hat in seinem Umfeld, kann das auch bestätigen, das nutzen natürlich viel jüngere Menschen, viel jüngere Kinder, ja, ab 5, 6, 7 teilweise, die schon Smartphones haben. Dass das pädagogisch nicht wertvoll ist, okay, aber so ist es halt einfach. Und jetzt ist es so, dass natürlich auch die
Prinzip genau den gleichen Zugang zur App haben wie ein 18-Jähriger, ein 20-Jähriger, auch ein 60-Jähriger. Und das sehe ich durchaus problematisch an. Und ja, warum? Was sehen deine Kids auf TikTok und was glaubst du, macht das mit denen? Ja, also ich denke mal, einige oder viele Punkte wurden ja auch schon gesagt. Mhm. Also erstmal haben wir den Aufbau der ganzen App, der einfach süchtig macht oder süchtig machen kann, sage ich mal so. Und vielleicht Kinder da noch mehr drauf anspringen. Und das hat ja eine Art Glücksspielcharakter. Und es gibt, glaube ich, Studien davon, dass tatsächlich, ich glaube, über 1 Million Kinder und Jugendliche da auch schon ein Verhalten zeigen bei der TikTok-Nutzung, die in diese Richtung mit Suchtpotenzial geht. Das ist natürlich gerade bei Kindern und Jugendlichen eine ganz schwierige Sache. Die Falschinformationen. Das hat dann der Herr von oder der Kollege von der CDU schon nochmal richtig berichtigt. Das betrifft natürlich nicht nur die Schüler und der Schülerinnen und nicht nur die jungen Menschen, sondern natürlich auch die Eltern und Großeltern und Urgroßeltern. Das merke ich auch immer wieder, weil auch durch Elterngruppen zum Beispiel bei WhatsApp teilweise sehr dubiose Videos gehen. Also das muss man auch berücksichtigen. Neben den falschen Informationen würde ich aber auch natürlich sagen, was auch ein großes Problem ist, die Selbstdarstellung, das wurde auch vorhin, glaube ich, von Netto, ich habe seinen Namen vergessen, auch schon gesagt. Er sagte, man könne ja selber entscheiden, welche Filter eingestellt werden oder nicht. Es ist so, dass, also nimmt mal euer TikTok, macht darin ein Video, ihr seht komplett anders aus. Also da sind Filter voreingestellt. Und in manchen Ländern, glaube ich, mehr als bei uns in Deutschland. Aber das ist tatsächlich etwas, was auch, da muss ich auch nochmal widersprechen, das wurde vorhin so gesagt, in Schulen überhaupt nicht thematisiert wird. Also die meisten Lehrer haben entweder keine Ahnung, aber das hat gar nichts zu bedeuten. Die haben vor allen Dingen auch überhaupt keine Zeit. Nico. Ich habe auch gar nicht, kam auch gar nicht hier aus der Runde, das kam aus dem Chat irgendwo. Nico, hier ist eine Frage von Sebis Welt. Wie wäre es, digitale Kompetenzen als Schulfach einzuführen? Es wird so viel Mist gelehrt, was kein Schüler mehr braucht. Dann kann man sowas auch einführen und in diesem Zeitraum Handys, Tablet und Laptops erlauben. Ja, also grundsätzlich denke ich, dass wir auf jeden Fall natürlich technische Geräte mehr erlauben sollten. Andererseits ist es so, brauchen wir wirklich digitale Kompetenzen? Denn sind wir mal ehrlich, gibt es denn Trennung zwischen digital und analog? Ich würde sagen, nein. Alles, was im Analogen gilt, gilt auch im Digitalen. Alle Skills, die man im Analogen in Anführungsstrichen hat, weil analog und digital gibt es eigentlich überhaupt keinen Unterschied mehr. Ja, also selbst ein Buch, was digital ist, was analog ist, wurde ja zum Beispiel digital erstellt. Das ist alles so sehr miteinander verknüpft, dass ich sagen würde, diese Trennung würde ich aufheben und deswegen müssen wir natürlich Kompetenzen vermitteln, auf jeden Fall. Die müssen aber nicht nur fürs Digitale sein, sondern für einfach für alles. Nico, ich weiß, du hast einen Vorschlag, der wurde jetzt auch schon von anderen im Chat so ein bisschen genannt. TikTok ab 18 forderst du, richtig? Genau, also ich hatte mir, bevor ich auch für die Sendung hier angefragt worden bin, schon gedacht, so ey, TikTok müsste man eigentlich verbieten, ja, weil ich nämlich auch, ich wurde zugespammt mit Sachen, die ich nicht sehen wollte und ich habe auch gemerkt, das macht auch mit mir persönlich etwas, ja, ich hatte keine Lust, mir die App zu öffnen, ich habe mich auch tatsächlich so reflektiert und dachte, wow, ich fühle mich wahrscheinlich schlecht aufgrund dieser Videos, die ich da haufenweise sehe. Und dann dachte ich mir, na, wenn das mir schon so geht, dann wird das Kindern oder Jugendlichen, die das noch weniger reflektieren können, weil die das vielleicht gar nicht so differenzieren können, vielleicht noch schlechter gehen. Und da dachte ich mir, ja, die App sollte man eigentlich verbieten. Dann dachte ich mir natürlich, okay, ganz so doll vielleicht nicht, aber es wäre durchaus sinnvoll, denke ich, eine Version für unter 18-Jährige einzuführen, auf jeden Fall. Vielleicht nicht ganz so drastisch, wie es in China ist. Dort dürfen Jugendliche, glaube ich, 40 Minuten die App benutzen, bis zwischen 7 und 22 Uhr. Wir leben natürlich zum Glück nicht in so einem autoritären System wie in China, aber ich denke schon, dass man da vielleicht eine Art Schutzraum schaffen müsste, ja. Armand, TikTok ab 18, ist das was Überlegenswertes? Es kommt immer auf die Details an, aber was Nico gerade gesagt hat, also TikTok zu haben für alle Menschen ab 13 und dann nochmal einen stärkeren Jugendschutz für Menschen unter 18, halte ich schon für richtig. Bestimmte Inhalte sollte ich gar nicht sehen können, wenn ich unter 18 bin. Ja. Mhm. Wie seht denn ihr das im Chat? Ihr könnt ja mal eine 1 schreiben, wenn ihr sagt, TikTok ab 18 ist eine gute Idee und schreibt eine 2, wenn ihr gegen TikTok ab 18 seid. Also TikTok ab 18 ist eine gute Idee, schreibt eine 1. Ansonsten eine 2. Dann gucke ich mal, da kommt schon die erste. Da kommen Einsen. Da kommen sogar relativ viele Einsen. Ich sehe auch ein paar Zwei. Wer ist um 22 Uhr auf Twitch? Jetzt bitte, wer ist 18 und wer ist.
Wobei es sich, ja, es gibt einen leichten Überhang zu Leuten, die TikTok ab 18 machen würden, aber nicht nur. Es ist relativ ausgeglichen, würde ich mal sagen. Dann würde ich mal sagen, Nico, ich danke dir, dass du dabei gewesen bist. Danke, Nico. Du hast noch Tschüss gesagt, haben einen schönen Abend. Hier schreibt Charinator, ab 18 Nebelkerze funktioniert nicht. Jeder, der das Internet seit seiner Entstehung kennt, weiß das. X, Beta X sagt, Pornhub ist auch ab 18. Habt ihr euch auch alle sicher immer dran gehalten? Genau. Soweit. Ich würde mal. Und so ein bisschen Verantwortung haben die Eltern ja auch noch für ihre Kinder. Nicht mal so als Hinweis geben. Lasst uns doch mal vielleicht nochmal über das Thema Datenschutz reden. Welche Sicherheitsvorkehrungen hast du denn auf deinem Handy? Hast du ein extra TikTok-Handy oder wie ist das bei dir? Genau, wir benutzen ein eigenes Handy, weil ich dann nicht in die Gefahr kommen möchte, dass da irgendwas abgezapft wird oder was auch immer. Also glaubst du, ist diese Verbindung von ByteDance zu der chinesischen Regierung, wie schätzt du das ein? Also ich könnte natürlich jetzt das erzählen, was so überall in der Zeitung steht oder was in Amerika diskutiert wird. TikTok selbst weist ja darauf hin, dass die Server gar nicht in China stehen, sondern woanders. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass der chinesische Staat, wenn er so aufgestellt ist, wie ich das vermute, da auch Leute in der Firma hat, von denen vielleicht ByteDance gar nicht weiß, dass die auch noch an andere Staaten berichten. Also ich würde bei einem Staat wie China schon ziemlich aufpassen. Was denkst du, Amon, wie konkret ist die Gefahr, dass China über TikTok Deutschland ausspioniert? Das Risiko ist vorhanden. Ja. Also wir haben keine Belege, aber so wie ich die Volksrepublik China verstehe, wenn die Kommunistische Volkspartei sagt, wir wollen bestimmte Daten haben, dann werden alle Wirtschaftsunternehmen diese Daten sofort liefern. Wir haben Giga Grivi hier bei uns. Giga Grivi, komm doch gern mal dazu. Hallochen, Tachchen. Schönen guten Abend, Hallihallo. Herzlich Schönen willkommen. Ich hoffe, man kann dich gut verstehen. Man kann dich super verstehen. Was ist deine Meinung zum Thema? TikTok-Verbot, ja oder nein? Ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis zu der Plattform und grundsätzlich stehe ich einem Verbot recht offen gegenüber. Das liegt aber nicht nur an den Inhalten, sondern an der Plattform an sich. Wir hatten es ja gerade angesprochen, Thema Sicherheitsprobleme. Und ich möchte fast korrigierend sagen, es gab wohl durchaus schon einmal Fälle, in denen nachgewiesen werden konnte. Da hat TikTok, glaube ich, selber zugegeben, ja, da haben Mitarbeiter auch Daten praktisch abgezweigt. Die wurden dann auch wohl entlassen. Aber auch erst dann, als der Finger bereits in die Wunde gelegt worden ist. Dann, da kann man es ja dann ausmalen, wie das ist, wenn dann eben Journalisten wie von der BBC oder die New York Times sowas nicht aufdecken können, wie viel dann doch im Hintergrund vielleicht auch läuft. Das kann man ja schlecht abschätzen. Das ist das, was TikTok sagt. Es sind in der Vergangenheit Fehler passiert. Wir haben daran an allem gearbeitet. Wir können sie dazu nicht fragen. Wir hätten sie gerne da gehabt. TikTok hat leider nicht auf unsere Anfrage reagiert, beziehungsweise spät eine Absage geschickt. Aber du bist also für ein TikTok-Verbot. So blöd das dann immer klingt, wenn man mit Verboten herumkrakeelt, aber ja, bei TikTok tatsächlich, aber aus einem ganz anderen Grund. Ich habe die Meinung, dass TikTok gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeitet. Also wenn man sich Berichte anschaut, wie zum Beispiel auch von der BBC, die eben aufgedeckt haben, dass TikTok Flüchtlinge ausgebeutet hat. Die haben die versorgt mit Handys, damit sie dort jeden Tag live gehen und haben sich dann ganz viel Kohle, die da eingenommen worden ist, in die eigene Taschen gesteckt. Dann sage ich mir, wie kann man das als zum Beispiel deutsches Unternehmen gutheißen, wenn ich dann genau diese Plattform eben nutze und mich in der gleichen Zeit vielleicht hinstelle und mich positioniere für demokratische Werte. Das beißt sich dann eben immer so ein bisschen. Grundsätzlich würde ich jedem Unternehmen sagen, ja, sei auf TikTok, da ist die Reichweite, da kriegst du die Leute ran, das ist von der PR-Sicht super. Aber grundsätzlich muss ich sagen, sind doch viele, viele Verfehlungen in der Vergangenheit passiert. Ich möchte auch das Thema Uiguren nochmal ansprechen. Das kann man nicht so über den Tisch kehren. Ich habe manchmal das Gefühl, da wird dann mal lieber nicht so gerne hingesehen, weil es doch sehr unangenehme Themen sind, wenn wir von Arbeitslagern und Co. sprechen.
Also ich habe jetzt gerade aufs Ohr gehört, dass wir die Geschichte, die, von der du erzählt hast, dass wir da Quellen zu gefunden haben. Die Uiguren, du hast gerade gesagt, dass das so vom Tisch ist. TikTok, also wir sagen ja auch sozusagen, es ist Hauspolitik von TikTok. Da kann TikTok ja entscheiden. Wir alle haben haben angeklickt, dass wir das akzeptieren. Ist es so einfach, was diese Themen angeht, Johannes Steiniger? Nö, ist es am Schluss nicht, weil der europäische Gesetzgeber und natürlich auch der deutsche Gesetzgeber festlegen kann, wann sind solche Regularien, die dann so eine Plattform aufmacht, wann sind die rechtskonform und wann nicht. Und am Schluss sind wir der Gesetzgeber, der da entsprechend auch drauf einwirken sollte. Und ist jetzt so ein bisschen der Hinlauf in Richtung Digital Service Act. Das ist ja sozusagen das, was auch der europäische Gesetzgeber eben im Blick gehabt hat, als er dieses Rechtskonstrukt eben erlassen hat. Und dann lass ihn uns doch mal angucken. Giga Grewe, ich danke dir, dass du dich dazugeschalten hast. Ciao. Sehr, sehr gerne. Wiederschauen. Ciao. Der Digital Services Act. Wir waren jetzt schon immer mal wieder da. Lass ihn noch mal einmal genauer anschauen, worum geht's da eigentlich? Der Digital Services Act, zu Deutsch ein Gesetz über digitale Dienste, ist eine Verordnung der Europäischen Union. Alle Mitgliedstaaten müssen sie anwenden. Darum geht's. Wie im echten Leben auch, soll jeder und jede seine freie Meinung äußern dürfen. Oder sich auch beschweren können, falls ihr oder ihm Unrecht geschieht. Der Digital Services Act soll quasi für digitale EU-Grundrechte sorgen. TikTok, Instagram, Facebook und Co. sollen transparenter machen, was sie anzeigen und wieso. Stichwort Algorithmus. Außerdem müssen die Plattformen euch künftig einfachere Wege anbieten, sie zu kontaktieren. Etwa wenn Inhalte angezeigt werden, die anstößig sind. Oder wenn euer Kommentar grundlos gelöscht wird, ihr also quasi mundtot gemacht werdet. Falls ihr also das Gefühl habt, unfair behandelt worden zu sein, müssen TikTok und Co. laut der EU-Verordnung jetzt besser und schneller reagieren. Das ist der DSA, der Digital Services Act, oder zumindest ein Teil davon, ist in Kraft. Wie sieht's aus? Wo stehen wir da in der Umsetzung national? Gut, national haben wir einen kleinen Rückstand. Ab Februar 2024 hätten wir mit der nationalen Umsetzung beginnen müssen. Wir haben jetzt im März haben wir das Gesetz für die nationale Umsetzung auf den Weg gebracht und die Bundesnetzagentur wird da federführend tätig sein, will aber gleichwohl sagen, das Spannende, das, was wir alles diskutieren heute und das, wo es auch wirklich wo es eine Systemrelevanz gibt, das findet ja auf europäischer Ebene statt. Die kleinen Plattformen werden auf nationaler Ebene entsprechend umgesetzt. Da reden wir von chefkoch.de, da reden wir von solchen Plattformen. Klar kann da auch Desinformation passieren, aber TikTok, Facebook, X und so weiter und so fort, das ist auf europäischer Ebene und da ist die Regulierung schon längst aktiv. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es auch tatsächlich schon erste Verfahren, die laufen und es gibt auch erste Geldbuße, die verhängt wurden. Deswegen gehe ich davon aus, dass diese Regulierung durchaus das Verhalten von TikTok und auch den Algorithmus ändern wird. Bist du auch zuversichtlich, dass der DSA die Probleme lösen kann? Also ich glaube zunächst mal, dass es eine vernünftige Regelung ist. Es ist ja immer so, dass wenn ich, sage ich mal, juristisches Neuland irgendwo betrete, dass es dann erstmal ein bisschen dauert, bis es auch ans Rollen kommt und es dann natürlich auch erste Urteile gibt. Aber ich sag mal noch das Beispiel von vorhin, weil mich das auch so erschreckt hatte, da im letzten November, Dezember, dieses Deutschland den deutschen Ausländer raus, du meldest dann etwas an die Plattform und das geht nicht runter. Wenn man dann mal persönlich bei TikTok dann eine Mail geschrieben hat, dann war es dann auf einmal runter. Da wird natürlich der DSA dann dazu führen, dass ich davon ausgehe, dass TikTok das dann schneller macht in Zukunft, weil es ansonsten halt einfach richtig teuer wird. Genau. Diese Durchsetzung, da waren wir auch vorhin schon, ist ja vielleicht der heikle Punkt. Also wie wird das mit den Beschwerdestellen funktionieren? Dafür brauchen wir Personal, richtig? Ja, die Plattform, und das ist ja die Herausforderung, die sie jahrelang hatten, dass sie nicht gewillt oder nicht bereit waren, genug Content-Moderatorinnen und Moderatoren einzustellen, um dafür zu sorgen, dass es entsprechend gut zugeht auf den Plattformen. Jetzt müssen die das machen. Jetzt gibt es auch ganz klare Berichtspflichten. Also sie müssen ganz genau berichten, wie viele
illegale Inhalte haben sie runtergenommen, wie viele Anfragen gab es. Es gibt ein Beschwerdemanagement, was sehr nutzerorientiert ist. Es gibt mehr Transparenz. Also all das wird natürlich viel Geld kosten. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und eine Plattform wie TikTok wird sich die Frage stellen, können wir uns noch leisten, diesen Algorithmus in Europa so laufen zu lassen, wie er ist? Oder müssen wir dafür sorgen, dass er jetzt anders unterwegs ist und dass er nicht mehr so breit aufgestellt ist, um einfach zu vermeiden, dass wir so viele Fälle haben, die wir entsprechend, so viele Inhalte haben, die wir von der Plattform runternehmen müssen. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte. Wir sehen, dass der Algorithmus und das TikTok von Land zu Land unterschiedlich ist. Und ein Unternehmen wie ByteDance versteht das schon, sich den nationalen oder den regionalen Bedingungen anzupassen. Das heißt, mit dem DSA wird, mit dem Digital Services Act wird dann, ist dann jetzt alles super und in Butter. Nein, das kann ich nicht so stehen lassen. Natürlich nicht, weil es ist ja die grundsätzliche Herausforderung. Entweder wir wollen ein Internet haben, was live ist, was schnell ist, wo wir nicht alle 5 Minuten warten müssen, bis wir ein Content gepostet haben und das dann mit der Rest der Welt geteilt wird, ja? Oder wir sagen, wir wollen es komplett sicher haben, ohne Diskriminierung, ohne illegale Inhalte und so weiter und so fort. Und nehmt es aber in Kauf, dass es diesen Live-Charakter nicht mehr hat. Das sind ja die zwei Pole, die wir da haben. Und ich glaube, wir werden dabei bleiben, dass wir ein Internet haben, was live ist. Aber das sorgt natürlich dafür, dass nicht alle illegale Inhalte zu 100% vorher bereits aus dem Verkehr gezogen werden können. Was wir als Gesetzgeber erreichen wollen, was wir als Gesellschaft erreichen wollen, ist, dass wenn illegale Inhalte schon gepostet werden, dass sie nicht lange dort auf den Plattformen bleiben. Und da haben wir mit dem DSA die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt und werden jetzt in der Umsetzung auch darauf achten, dass es entsprechend funktioniert. Dieses viele Personal, das wir dafür brauchen, wo soll das herkommen? Es muss eingestellt werden, also gibt es ja in anderen Behörden auch so. Also, aber wir haben ja Fachkräftemangel. Ja, aber... Aber gut, aber erstmal ist es ja auch eine Verantwortung der Plattform. Mhm. Also ich zerbreche mir keine Gedanken, wie Meta oder wie ByteDance jetzt plötzlich Content-Moderatoren findet. Erstens das. Die Frage, die uns als Politiker und Politiker stärker beschäftigt, ist, wenn es zu Anzeigen kommt, die verschiedenen Verdachtsfälle, die dann beim Bundeskriminalamt landen, haben wir dort genug Personal, was das dann auch bearbeitet und im Falle von illegale, rechtswidrige Inhalt auch dafür sorgt, dass die strafrechtlich verfolgt werden. Das ist das, was uns beschäftigt und das ist das, was wir auch lösen müssen. Sturmgott schreibt dazu im Chat, was ich an Gesetzen wie dem NetzDG und dem DSA hochproblematisch finde, ist, dass sie für kommende autoritäre Regierungen auch bei uns die Voraussetzung für Willkür und Zensur schaffen. Ist das so? Also ich glaube nicht, dass das so ist. Also erstens mal arbeiten wir ja dafür, dass wir unser demokratisches System erhalten und da sollte auch die gesamte Gesellschaft dafür streiten. Aber mit dem Argument muss ich ja die Polizei und die Bundeswehr abschaffen oder Inlandsnachrichtendienste oder anderes. Also aus meiner Sicht, das ist kein besonders gutes Argument und ich sag mal, eine Diktatur, die ja da so ein bisschen angeteasert wird, die kann auch ganz andere Sachen machen. Also insofern ist es für mich jetzt kein Gegenargument, aber er hat natürlich einen Punkt. Man muss mit solchen Instrumenten eben vorsichtig sein und auch nicht übers Ziel hinausschießen. Das war dieses Dilemma, was du oder dieses Spektrum, was du gerade eben auch genannt hast. Und das ist eben wichtig. Gleichzeitig schon den Plattformen sehr deutlich sagen, also hier gibt es jetzt eine europäische Regulierung, die wird auch wehtun, wenn ihr euch nicht dran haltet. Und nichts anderes ist mein Argument. Mein Argument wäre nur, wenn das dann immer noch nicht besser wird, dann müssen wir auch über andere Themen sprechen. Die Sorge der Plattform ist, Sie sagen, dass die mehr Transparenz in Sachen Algorithmen, dass das möglicherweise unbeabsichtigte Konsequenzen hat. Beispielsweise gibt es mehr Wissen über die Funktionsweisen. Das heißt, es gibt mehr Wissen darüber, wie man die Algorithmen missbrauchen kann. Und es ist dann vielleicht leichter, Löschpraktiken zu umgehen. Wie guckt ihr darauf? Also ehrlich gesagt hört sich das für mich nach einer Lobbyisten-Antwort an. Das ist jetzt für mich, wäre jetzt für mich kein Argument. Ja, teile ich auch. Softgirl sagt, ich finde, dass es ein Amt geben sollte, das die Konzerne mehr kontrolliert, dass sie auch wirklich Moderationsarbeiten im Internet leisten, dass transparent alles dargelegt werden muss, Algorithmen, Datenaustausch und so weiter. Jawohl, dann würde ich mal sagen,
gucke ich mal, was wir hier noch vorbereitet haben. Vielleicht am Schluss noch mal einmal letzte Sache zum DSA. Wie zuversichtlich seid ihr, dass wir das alles hinkriegen, die Durchsetzung des DSA? Also wenn man mit der Bundesnetzagentur spricht, dann haben die schon großen Respekt vor der Aufgabe und sagen, vor den anstehenden Wahlen müssen wir schon davon ausgehen, dass wir nicht alles abwehren können. Es wird tatsächlich einige Versuche geben von Desinformation. Es wird durchaus Falschinformationen geben, die dann unterwegs sein werden. Also ich glaube, das muss man ehrlich auch zugestehen. Das wird auch eine Weile dauern, ehe das sich zurechtgeruckelt hat. Aber ich glaube, den Ansatz, den wir als Europäische Union gewählt haben, ist der richtige. Wir sind ja gestartet und haben den Blick über den Ozean gewagt und haben geschaut, wie das in den USA aussieht. Und ich finde, die wählen schon eine schlampige und einfache Lösung. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Sie sagen, entweder ihr sorgt dafür, dass ein chinesisches Konzern nicht mehr die Mehrheit der Anteile in der Hand hat, oder wir verbieten euch. Und das ist ja unfassbar, also das muss man sich mal wirklich reinziehen. Während wir in Europa den mühseligen, genauen Weg gesucht haben, der vielleicht ein bisschen länger dauert und der vielleicht in der Umsetzung komplex sein kann, aber meiner Meinung nach eigentlich genau dort ansetzt und zeitgleich aber auch viele Prinzipien aufrecht hält, die uns wichtig sind. Wir wollen ja das Internet so als freien Raum aufrechterhalten, so wie wir es kennen. Wir wollen uns für einen fairen Wettbewerb, das ist ja auch eine Frage, die wir heute gar nicht thematisiert haben. Wir wollen für einen fairen Wettbewerb und wir wollen dafür sorgen, dass andere Unternehmen auch in Europa unter unseren Bedingungen tatsächlich existieren können. Das halte ich für den richtigen Weg, wertebasiert und der auch mittelfristig um einiges effektiver sein wird, als das, was die Amerikaner wählen, dass wir bis dorthin noch einen langen Weg zu gehen haben und dass es hier und da knallen wird und schwierig werden wird, das sehe ich auch. Gut, und gleichzeitig ist es so, ich meine, in ein paar Wochen sind die Europawahlen. Bisher sehen wir eigentlich jetzt noch nicht so viel Fehlinformationen. Von daher gehe ich davon aus, dass intern schon vor ein paar Wochen auch reagiert worden ist innerhalb des Unternehmens. Ich habe da jetzt keine Belege dafür, aber ich gehe jetzt mal davon aus, weil natürlich schon, und das ist dann das Positive an so einer schlampigen Drohung zumindest, TikTok schon weiß, also es gibt hier jetzt den DSA, es gibt die Diskussion in den USA, teilweise auch Bundestagskollegen, die sehr robust an der Stelle auftreten beim TikTok-Verbot. Wir müssen gucken, dass wir hier jetzt besser werden, um eben keine Nahrung zu geben einer solchen Diskussion. Insofern hat es vielleicht auch was Gutes, was da in den letzten Wochen dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle schiefgelaufen ist und dann politisch eben auch adressiert wurde. Mhm. Also wir kommen so langsam zum Ende. Ich finde vor allem spannend, dass von euch, die sich zugeschaltet haben, schon ein paar dabei waren, die gesagt haben, TikTok-Verbot, das wäre schon wichtig. TikTok vertritt nicht unsere Werte und auch die, dass wir können nicht sicher sein, was mit unseren Daten passiert. Wir hatten Rosa Jelinek da, die uns den Algorithmus ein bisschen aus ihrer Perspektive einer queeren jüdischen Aktivistin erklärt haben hat. Wir hatten Nico The Sea da, Lehrer und TikToker, der über TikTok aus, was es mit seinen Schülern macht, geredet und natürlich euch zwei. Wir können vielleicht noch einmal am Schluss so eine letzte Abstimmung machen. TikTok-Verbot, ja oder nein? Schreibt eine 1 für Verbot, ja in den Chat, eine 2 für nein. Und die Frage würde ich auch nochmal am Schluss an euch geben und vielleicht auch mit der Frage, was ihr so aus der Diskussion selber mitnehmt heute. Amon. Ich fand das eine spannende, aber auch überraschende Diskussion. Viele Teilnehmer haben sich durchaus sehr, sehr kritisch gezeigt, so weit, dass sie sogar sagen, sie finden ein Verbot richtig. Hätte ich so nicht erwartet. Aber am Ende bleibe ich bei meiner Haltung, dass ein Verbot nur die Symptome löst und nicht das wirkliche Problem, sondern wir brauchen eine effektive Umsetzung der Regulierung und wir brauchen in Sachen digitale Kompetenzen brauchen wir einen Schub nach vorne, denn so können wir dafür sorgen, dass wir resilient bleiben
und dass wir einen souveränen und selbstbestimmten Umgang mit jeglicher Plattform erreichen. Das kann ja heute TikTok sein, wer weiß, welche Plattform das dann in Zukunft ist. Es sind auch viele Zweien im Chat. Ja, ich nehme noch mal deinen letzten Punkt auf, das Thema Medienkompetenz. Also das fand ich jetzt klasse in den letzten 2 Stunden, dass man wirklich gemerkt hat, dass offensichtlich zumindest bei denjenigen, die uns heute hier zugeschaut haben, die sich zugeschaltet haben oder die auch die Fragen gestellt haben, schon eine sehr, sehr hohe Expertise da gewesen ist, die eine relativ gute Ahnung davon haben, wie diese Algorithmen funktionieren, welche Wirkung das auch haben kann. Und dann ist es natürlich bei einer politischen Frage immer so, dass ich verschiedene Argumente sozusagen abwägen muss und dann ja aber irgendwann, wir müssen dann immer zu einer Entscheidung kommen, ja? Ja oder nein? Enthaltung ist meistens keine Option, wenn man was gestalten möchte. Deshalb würde ich schon bei meiner Auffassung bleiben, kein TikTok-Verbot morgen oder übermorgen, aber wir brauchen zumindest auch die Drohung in Richtung der Plattform, dass wir uns nicht alles gefallen lassen. Aber wir sind auch mit dem, was sozusagen bisher schon auf den Weg gebracht hat, sind wir ganz gut on the track, aber ich würde es nicht ausschließen. Also im Chat hauptsächlich Zweien, ihr seid gegen ein TikTok-Verbot. Ich danke euch sehr, dass ihr mitgemacht habt, euch dazugeschalten habt, im Chat so fleißig wart. Vielen Dank, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Morgen seht ihr bei Mixtalk, wenn ihr möchtet, das Thema Hundewunsch, Züchter, Tierheim oder Ausland. Also da gibt es auch ordentlich was zu diskutieren, glaube ich. Danke, dass ihr da gewesen seid. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.